Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Einpackrunde. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mit mir Einpackbestellungen einpackst. Und vielleicht ist ja heute deine Bestellung dabei. Wir schauen mal. Und damit es nicht so lang wird, weil es wird heute wahrscheinlich ein bisschen länger gehen und ich habe euch noch ein bisschen was zu erzählen, bleibt einfach mal dran. Ihr könnt auf jeden Fall schon sehen, auf meinem Tisch ist ein bisschen was los. Und bevor wir starten, eine Frage an euch. Und zwar, ich habe ein paar Abi-Goodies fertig. Ja, Steinchen. Und was soll ich jetzt sagen? Schaut mal. Meine Kiste ist leer. Ich brauche eine neue Goodie-Farbe. Wenn die andere leer ist, dass ich die dann quasi nachfüllen kann. Und jetzt ist meine Aufgabe an euch. Ihr seht, wir sind ja relativ zum Anfang des Videos. Ihr könnt mir auch mehrere Kommentare da lassen. Ist völlig okay, wenn ihr euch eine Farbe aussuchen könntet. Also von der Grundnuance her. Blau, grün, lila, gelb, rosa, pink, rot. Irgendwas in die Richtung. Was hättet ihr gerne als Goodie für eine Farbe? Dann schreibt es mir gerne mal unten rein. Und bitte verzeiht, ich habe überall mega Pusteln. Also wenn ihr die heute seht, auch hier kriege ich schon wieder eine. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich habe beißende Fliegen. Ja, meine Fliegen sind so hartnäckig, die beißen mich. Und ich weiß nicht, was hier los ist, was mich die ganze Zeit beißt. Aber es sind auf jeden Fall die Fliegen auch, weil das ist tatsächlich von der Fliege. Also unglaublich, aber wahr. Ich stand beim Postboten drauf, da sitzt sich eine Fliege dahin und beißt mich einfach. Aber wie? Und es war eine normale Fliege. Es war keine Bremse oder so, sondern eine ganz normale Fliege. Und die mich einfach gebissen, das Miststück. Ja, was soll ich sagen? Es kratzt, es juckt und es habe ich leider überall. Ja, bei mir, ich sehe super aus. Ich sehe aus wie ein kleiner Streuselkuchen an den Beinen und an den Armen. Aber ja gut, was will man machen? Ist halt so. Also, was möchtet ihr als Farbe haben? Irgendwas Grünes, was Gelbes, was Lilanes, was Rotes, was Blaues. Sagt es mir. Ich muss die nämlich auffüllen. Und ich habe gedacht, ich überlasse euch die Entscheidung, weil ich habe ja noch ein bisschen was. Das heißt, wir müssen jetzt in diesem Video auch nichts mehr nachfüllen. Das heißt, für dieses Video und bis es leer ist, haben wir auf jeden Fall noch was. Aber dann kann ich euren Wünschen entsprechend die nächste AB-Farbe einfach mal vorbereiten. Ihr seht auch schon, vorbereiten ist das richtige Stichwort. Wir machen nämlich heute währenddessen auch Stifte, weil ich nämlich gar nicht so viele Bestellungen habe. Und zwar liegt das daran, dass viele von euch auch noch Release Paper bestellt haben. Und ich noch damit bei war. Bei bin, bei bar. Und ein paar Bestellungen konnte ich fertig machen. Da hatte ich noch ein bisschen Release-Papier. Viele Drachen sind auch schon raus. Also einige Drachen, nicht viele, aber einige Drachen sind schon raus. Es sind schon einige Bestellungen rausgegangen. Und die müssten auch jetzt bei euch schon eintrudeln. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Release-Paper muss ich noch machen. Gestern war ich leider komplett ausgenockt nach dem Karat-Art-Video. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich habe Mörderkopfschmerzen gekriegt und den ganzen Tag ging das auch nicht weg. Egal, ob ich eine Tablette genommen habe oder nicht. Ich wollte mich aber nicht ganz wegdopen. Also wisst ihr, so ganz wegschießen wollte ich dann doch nicht, weil ich gedacht habe, na gut, wenn es jetzt ein bisschen besser wird, dann kann ich noch eventuell doch noch das Video dazu machen für heute oder kann schon mal noch Sachen vorbereiten. Aber nein, leider gar nicht. Am Freitag, was soll ich euch da sagen, da war ich richtig fleißig. Da habe ich nämlich die ganzen Fairy Dust Steine abgepackt, sodass ich euch nämlich die Bestellung fertig machen kann. Aber nur in eckig, in rund muss ich die noch abfüllen. Das werde ich dann wahrscheinlich heute noch machen. So ist mein Plan und dann halt auch noch das Release-Papier schnippeln bzw. drucken, sodass ich das dann die nächste Anfang Montag, Dienstag dann auch schnibbeln kann. Da werde ich noch echt viel Zeit brauchen, weil das sind einige Bestellungen von euch eingegangen, auch was so noch zu den Bildern anbelangt und so weiter. Die mache ich dann nach und nach fertig und dann schicke ich die auch raus. Ja, heute sind halt leider nicht so viele Bestellungen, aber das kann ich leider nicht ändern. Ja, kann ich leider nicht ändern. Ich gucke gerade, ich suche gerade was, aber ich habe nichts. Doch, nein, doch, doch, nein. Nein, doch. Na gut, machen wir das anders. Ich suchte nämlich gerade was zum Ausfüllen. Oh, es juckt. Es juckt mich. Aua. Es juckt mich. Es juckt mich. Es juckt mich. Ich habe auch noch eine Überraschung heute im Laufe des Videos. Und ich muss euch noch was erzählen. Ihr kennt ja den Drachen, ne? Ich sag euch mal was. Ich zeig euch mal was. Und es ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist mir nicht aufgefallen. So.
Es hat mich aber auch keiner von euch mal irgendwie gesagt, sag mal, Janina, stimmt da irgendwas nicht? Wenn ihr euch das Bild anschaut, was steht denn da unten für eine Größe? Wie groß ist das Bild wirklich? Nicht 50 mal 70, sondern 70 mal 90. Ja? Also, auf der Legende ist die falsche Größe drauf. Alle, die jetzt die Bilder bekommen, ihr kriegt es leider noch mit der falschen Angabe. Ist aber nicht so schlimm. Die Bezeichnung ist richtig und ja, die Symbole sind auch in Ordnung. Allerdings halt, hier steht die falsche Größe drauf. Auf der Leinwand steht sie richtig drauf. Ja, ich weiß nicht warum, aber ja. Also das ist mir auch tatsächlich durchgerutscht, das habe ich auch nicht gesehen. Ich gucke immer noch mal auf die Symbole, dass die alle passen und alles schick ist, aber das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Wie blöd. Naja, so ist das jedenfalls. Wir fangen mal irgendwo mit einer Bestellung an. Und zwar, mit welcher machen fangen wir denn an? Mit der hier am besten, die direkt hier vorne uns liegt. Ihr seht schon, wir haben ein bisschen was da drin. So. Und Release-Papier, das hatte ich tatsächlich noch im Bestand, deswegen können wir die Bestellung nämlich packen. Es sind auch ein paar Bestellungen bei, wo gar keine Wünsche sind, aber mit den Stiften wollte ich die ganz gerne mitnehmen. Und zwar ist das für die liebe Dörte. Und für den schwarzen Stift hätte sie gerne türkisen Strasssteine und für den anderen Stift einen Regenbogen, so wie du in deinen Stifte-Videos gezeigt hast. Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, Dankeschön. Regenbogen ist jetzt natürlich eine super Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie der Regenbogen aussieht. Ich weiß nicht mehr, welche Steine ich da hatte. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas finde, dass ich rauskriege, wie der Regenbogen aussah. Das ist jetzt natürlich echt blöd, weil ich nicht mehr weiß, wie der ausgesehen hat. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich irgendwo eventuell nochmal einen Dings habe. Ein Screenshot von dem, wie ich das hatte. Nein, leider nein. Was soll ich euch sagen? Das ist natürlich jetzt schlau. Ich gucke mal, ob ich was finde und dann machen wir gleich mal weiter. Also, da habe ich dann auch schon mal in einem anderen Video mal eben schnell ein Screenshot gemacht. Wir sind ja schlau. Also, wir gucken mal. Also, Regenbogenstift auf dem machen wir. Metallic. Okay, wartet mal. Metallic haben wir hier. Bitte. Ich wollte euch noch irgendwas erzählen, aber wisst ihr, ich weiß es nicht mehr. Was habe ich denn in meinem letzten Video erzählt, was ich euch noch erzählen wollte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte euch noch irgendwas erzählen, aber wisst ihr das? Dass das jetzt richtig blöd ist, dass ich nicht mehr weiß, was ich euch erzählen wollte. Weil irgendwas Cooles war da was ich eigentlich noch erzählen wollte. Aber ich weiß es nicht mehr. Manu. Ja, wenn es mir wieder einfällt, dann sage ich es euch, aber... Hä? Ich brauche hier die 720. Die 783 brauche ich auch noch. Wo ist denn die? Ach, die ist hier drin. Wo müssen die hier drin? Weiß ich nicht, warum die hier drin ist. Gut, dann nehmen wir die aber trotzdem. Die 783 brauchen wir noch. Die 720, die 321 und die 600. Und dann machen wir einen Regenbogen. Haben wir sonst noch? Ich hoffe mal, wir haben nicht noch einen Regenbogen. Ich schau mal kurz, ob wir noch irgendwo einen Regenbogen haben. Nee. Ich glaube, wir haben keinen Regenbogen. Nee. Nee, wir haben sonst keine Regenbögen. Nee, wir haben gar keine Anmerkung dran. Nee, wir haben sonst keine Regenbögen. Das heißt, das ist der einzige Regenbogen dieses Mal. Okay, dann machen wir den fertig. Und dann können wir uns um die anderen Steine kümmern. Hatte ich nicht noch ein Schiffchen hier? Ja. Schiffchen und Pinzette sind hier. Ich weiß nicht, was wollte ich euch denn erzählen? Ich wollte euch noch irgendwas lustig-witziges erzählen.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich Beißfliegen. Das ist auf jeden Fall. Und es ist halt mega warm. Und ich habe fiese Fliegen, die mich beißen. Und die Belly fängt die nicht. Ich weiß nicht, gibt es eine Katzenschule, wo man Katzen beibringen kann, irgendwie, dass die irgendwie so fliegen und Insekten fangen? Das wäre voll toll, aber meine tut's nicht. Meine denkt sich so, nö, ich arbeiten? Nee. Nee, muss verrecken nicht. Ich habe meinen Halter, meinen Stifterhalter gar nicht hier. Egal, das geht heute ohne. So, geht heute irgendwie ohne. Da ist so ein Steinchen drin. Oh, ich rutsche das mal so ein bisschen nach oben. Dann könnt ihr nämlich ein bisschen mehr sehen. Könnt ihr euch auch einen Screenshot machen, falls ihr das nachmachen wollt. Ja. Ach so. Ja, es ist natürlich jetzt blöd, weil natürlich von allen Farben was brauche, ne? So, machen wir die alle mal auf. Machen wir die alle auf. Also, ich gebe übrigens noch was Neues zum Drucker, ne? Das gibt es auf jeden Fall. Aber das war, glaube ich, nicht das, was ich euch erzählen wollte. Es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten zum Drucker. Und zwar, was soll ich euch sagen? Ich kriege jetzt ein Ersatzteil. Und bin mal gespannt, ob das mit dem Ersatzteil dann gut ist. Oder ob da vielleicht doch irgendwie noch was kommt. Auf jeden Fall werde ich dann gucken, ob ich das mit dem Ersatzteil selber machen kann oder ob die Werkstatt, wo ich meinen alten Drucker mal hingebracht habe, ob der eventuell auch Bambulabs repariert und mir den dann eventuell austauschen kann, das Bett, was ich da kriege. Weil ich traue mir das tatsächlich nicht selber zu. Das ist zwar super beschrieben, wie das funktioniert, wie man das austauscht und so, aber das sind so viele Sachen, die dabei gemacht werden müssen. Und ich bin mir da absolut nicht sicher, dass das alles so funktioniert, wie es soll. Und bevor da irgendwas kaputt geht und ich dann hinterher wieder hinterher hänge und denke mir so, ja super, wäre das halt echt uncool. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt noch einen anderen Drucker, noch einen neuen Drucker holen. Das heißt, ihr werdet demnächst eventuell ein paar mehr Sachen im 3D-Druck bekommen. Aber erstmal werde ich den benutzen müssen, weil ich muss meine Steinchen organisieren. Ich habe ein Problem, dass ich meine Steinchen nicht ordentlich wegsortieren kann. Und demzufolge muss ich gucken, dass ich erstmal für mich da was drucke und für euch natürlich was drucke. Also ihr habt natürlich auch was davon, ne? Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich den neuen Drucker bekomme und dass ich den dann einrichte und dass ich dann erstmal so Sachen dann drucke, die ich dann brauche. Weil ich, wie gesagt, komme ich mit den Bestellungen nicht hinterher. Also nicht gut, weil ich einfach viel zu viel suchen und machen muss. Aber dann könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Dann gibt es nämlich öfter mal die Sortierhilfeboxen und so weiter. Ich weiß, dass ihr da schon sehnsüchtig drauf wartet und dass ihr dann immer sagt, oh, das ist immer so schnell ausverkauft. Ja, es ist tatsächlich echt schnell ausverkauft. Demzufolge kann ich aber dann schneller und öfter mal was rausbringen und öfter mal auch den Shop aktualisieren. Und dann wird es auch zwischendurch einfach Minishop-Updates geben. Dann werdet ihr immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, weiß ich nicht, immer Samstag oder immer Sonntag, Aktualisierungen bekommen. Und das kann mal mehr oder mal weniger sein, ne? Also das ist dann immer unterschiedlich, je nachdem, was dann gerade anfällt. Und dann habt ihr wahrscheinlich eher eine Chance, dann auch was zu bekommen, weil dann öfter mal was Neues drin ist und weil ich öfter dann was Neues drucken kann, ne? Ich bin da nicht immer nur auf einen Drucker festgelegt, sondern kann dann halt auf zwei drucken. Dann druckt der eine Drucker das, der nächste Drucker oder der andere Drucker druckt dann das, aber das war es dann auch schon. Und eventuell wird es dann auch die Möglichkeit geben, da so zweifarbig zu drucken. Mal gucken. Da bin ich aber noch am Überlegen. Und ja, ist natürlich wieder eine Investition, aber ich finde es ist eigentlich eine coole Investition. Von daher, ja, denke ich, wird es auch mal Zeit, dass wir das so machen. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier einmal gucken. Wir laufen hier nicht im schönen Regenbogen. Aber das kann ich jetzt leider nicht ändern.
Wir haben jetzt hier keinen so richtig schönen Regenbogen. Ja, ein bisschen. Das ist kein so schöner Regenbogen jetzt gerade. Weil das alles nicht so super passt. Naja, gut. Also ist mir gar nicht so einfach hier mit dem Regenbogen. Vielleicht haben wir jetzt noch mal einen schönen Grünton. Haben wir vielleicht noch einen kleinen Grünton, den wir jetzt zwischensetzen können? Ja, ich habe noch einen Grünton, den ich so ein bisschen im Halbstil dazwischen setzen kann. Ich cutte mir jetzt eben zwei Stifte und die setze ich dann dazwischen. Weil auch der Stift hat wieder leider das Problem, dass dann die Sachen nicht da reinpassen. Also müssen wir ein bisschen tricksen. Aber auch das kriegt man alles irgendwie hin. Ist für mich natürlich nur einfacher zu tricksen als für euch. Deswegen mache ich das auch mal ganz gerne für euch. Weil es ist halt einfacher, wenn ich es mache. Weil ich auch das ungefähr abschätzen kann. Als wenn ihr da irgendwie rumhantieren müsst. So, und auch da. Zack. Komm her. Komm her, du kleines Stück Steinchen. So, ja, das sieht man jetzt zwar, aber ist trotzdem ein cooler Übergang. Schaut mal, und zwar sieht das jetzt so aus, ne? Also wir haben jetzt hier einen Regenbogen und hier seht ihr bei dem Verlauf, ist noch ein kleines anderes Steinchen dazwischen. Man sieht das jetzt aber gar nicht so extrem. Es ist schon relativ gut, ne? Also vom Verlauf und dann hinten wird es jetzt hier nochmal... Also wechselt sich das nochmal kurz, weil ich irgendwie nicht genug Steinchen habe. Beziehungsweise eigentlich hätte ich jetzt noch eine Farbe dazwischen setzen müssen, was das Ganze besser hätte funktionieren lassen. Aber irgendwie sind das zu wenig Farben. Aber es sind genau die Farben, die wir sonst auch hatten. Und sonst hat das immer ganz gut funktioniert. Jetzt auf einmal irgendwie nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Hm. So, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Alles gut. So, machen wir schick. Wir könnten theoretisch, wenn wir das nochmal machen, einfach noch die Farbe dazwischen setzen. Also dann haben wir so zwei Lila-Töne. Das würde tatsächlich auch gehen. Da mache ich mir jetzt nochmal ein Foto von. Aber ich mache die mal eben zu. Und dann mache ich mal ein Foto von, dass ich das mal als Foto habe. Zack. Könnt ihr euch auch gerne einmal screenshotten. Und dann habt ihr es auf jeden Fall auch nochmal da, falls ihr das entweder nachmachen möchtet. Oder ja. Oder bestellen möchtet, ne? Dann habe ich es auf jeden Fall auch da. So, meine Reststeinchen. So, und das können wir jetzt wieder hier einfach mal einsortieren. So.
So, dann gucken wir mal. Eine haben wir wieder übrig. Das ist wieder das Gold. Das ist wieder, das kommt in die andere Kiste rein. Warum auch immer, dass hier keinen Platz drin hat. Aber das wandert einmal hier oben in die Kiste rein. Ja, Fairy Dust Steine könnt ihr jetzt auch nochmal kaufen. Und ja, da habe ich ja jetzt auch relativ viele neue Sachen drin. War auch, das war eine Arbeit. Weil 55 neue Farben, eigentlich sollten es 57 sein, eigentlich. Das Problem war nur, da sind zwei Farben irgendwie nicht mitgekommen. Ja. Demzufolge. Tschüss. Zwei Farben sind leider nicht mitgekommen und das war halt leider ein Problem. Ich habe hier zweimal Aufsätze drin. Nicht wundern, die kommen jetzt, packe ich jetzt separat mit dazu. Ich habe leider die Viereraufsätze, da habe ich jetzt nur noch in meiner Kiste zwei Stück drin. Und ich habe tatsächlich die abgepackten Tütchen noch gefunden und die packe ich jetzt einmal mit dazu. So, was haben wir denn jetzt hier noch bei dem schwarzen Stift? Türkise Strasssteine. Türkis. Türkis ist tatsächlich echt eine schwierige Geschichte, weil Türkis habe ich gar nicht so viel. Türkis ist echt schlecht. Türkis habe ich nicht. Ich habe keine türkisen Strasssteine. Ist kurios. Warum habe ich denn keine türkisen? Ich habe keine Strasssteine in Türkis. Lila, blau. Meine Freundin hätte türkise Strasssteinchen, habe ich aber nicht. Habe ich jetzt natürlich nicht da. Ich habe keine Strasssteine in Türkis. Ich gucke mal kurz, hast du noch eine Alternative? Oh, liebe Dörte, ich habe keine Strasssteine in Türkis. Das ist echt ein Problem. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, ein bisschen so grünlich, aber das ist auch kein Türkis. Das ist eher Petrol. So ein Petrolgrün, also kein Blau, Petrolgrün. Ich habe kein Türkis in Strass. Ich habe kein Türkis in Strass. Das gibt es doch nicht. So, schreibe ich auf jeden Fall mit auf die Liste. Werde ich auch mal mitnehmen. Ich gucke mal, ob mein Händler was hat, ob bei mir da mal, ob ich da was mitbestellen kann. Ich habe aber kein Türkis. Ich habe kein Türkis. Tja, Dörte, das ist jetzt schwierig. Was mache ich jetzt mit dir? Klebe ich jetzt was anderes drauf? Ist natürlich auch blöd, weil wenn du jetzt türkise Strasssteine hast, dann wäre es natürlich toll, wenn du die nutzen könntest. Ich habe nur türkise AB-Steine. Die hätte ich da. So türkisblaue, aber ja, keine Strasssteine. Oh, ich schreibe dir mal eine Karte. Hallo Dirt. Ich habe angefangen zu schreiben, aber ich habe jetzt der Dörte lege ich eine Karte dabei, dass ich leider keine Strasssteine in Türkis habe. Die Dörte kriegt allerdings noch einen Ersatzstreifen dazu. Dörte, falls du das Video jetzt siehst, also du kannst dir selber sonst alternativ Strasssteine drauf machen in Türkis, wenn du welche zu Hause hast und sagst, blau ist jetzt gar nichts für mich. Ich mache dir jetzt blaue drauf. Ich lege dir einen Ersatzstreifen drauf. Du kannst es einmal abmachen und dann kannst du dir selber welche drauflegen, draufkleben, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob du welche da hast oder nicht. Vielleicht ist ja blau auch erstmal okay. Ich habe leider keine Strasssteine in Türkis. Habe ich leider nicht. Ich weiß nicht warum, aber habe ich leider nicht. Ich hoffe aber, blau ist auch okay. Ich habe leider keine Türkis. Ich würde dir gerne welche Türkis drauf machen. Habe ich aber nicht. Ich werde aber auf jeden Fall irgendwann mal noch AB-Strasssteine bekommen. Das heißt, da können wir auch AB-Strasssteine demnächst draufkleben. Da habe ich auf jeden Fall noch mal welche bestellt. 24 verschiedene Farben. Und da bin ich auch gespannt, wenn die kommen. Das ist auch bestimmt richtig cool zum Draufmachen. Hier will der Zettel der Streifen nicht abgehen. So, jetzt aber. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Können wir wieder neu bekleben. Also einmal Dings ab.
Jetzt machen wir ein Blau drauf, was ein bisschen wenigstens in die Richtung Türkis geht. Aber habe ich nichts. Ich habe kein Türkis da. Ich nehme die 798. Das ist ein schönes Blau. Ich habe kein Türkis da. Ich habe kein Türkis da. Das gibt es doch nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir so unfassbar leid. Aber habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Dann muss das leider so herhalten. Aber das war das Falsche. Eine falsche Facette. Ja, also ihr könnt natürlich Wünsche drauf machen. Gut wäre es, wenn ihr einen Alternativwunsch drauf schreibt, wenn es ist, zum Beispiel nicht möglich ist. Weil ich halt natürlich nicht immer alles da habe. Ich versuche schon viel da zu haben, damit ich halt möglichst viel draufkleben kann, das, was euch dann irgendwie auch gefällt. Aber ich habe halt nicht immer alles da. Und ich möchte die nicht vorkleben. Das möchte ich tatsächlich nicht machen. Es wird mit Sicherheit hin und wieder mal was Vorgeklebtes geben, weil ich entweder das schon da hatte oder auch mal gucken wollte, wie es aussieht, wie auch immer. Oder vielleicht auch mal irgendwas festmache, dass ich sage, okay, komm, ich mache die schon, bereite die schon vor und die könnt ihr dann schon direkt kaufen und dann müsst ihr nicht so lange warten. Dann werden die auch recht schnell verschickt. Aber das wird es, also wenn dann eher selten geben. Ne? Also das ist nicht das, was so der Hauptstandard ist. Ich sehe da eigentlich gar nichts. Ne? Ich habe euch wieder ganz schlecht mitgenommen. Also das ist der Stift mit blauen Strasssteinen. Ich habe gesagt, manchmal tut es mir auch leid. Ich würde ja euch so gerne die Wünsche erfüllen, aber habe ich nicht. Ach übrigens, personalisiertes Release-Paper könnt ihr ab sofort bestellen. Ich habe ja nicht nur die Größe 9x13, sondern ihr könnt die auch in quadratisch bestellen. Die ersten Bestellungen sind da auch schon rausgegangen. Ich hatte irgendwann mal zwischendurch auch abends nochmal so ein bisschen Release-Paper geschnippelt. Die Sachen sind dann auch schon direkt rausgegangen. Und ja, jetzt den nächsten Schwung, der kommt jetzt halt noch. Den muss ich peu à peu fertig machen. Das ist halt, ja. Aber es ist mein Job. Ich mache es ja auch gerne. Das Wetter ist halt immer echt ätzend warm. Das Wetter ist halt fürchterlich warm. Das Wetter ist nichts für mich, ganz ehrlich. Aber, und meine Beißfliegen, ne? Also die Fliegen, also ich weiß nicht. Ich bin zerbissen ohne Ende. Aber ja gut, da kann man nichts machen. So. Die Stifte für die Dörte sind erstmal schick. Dann kommt das Kärtchen auf jeden Fall noch mit dazu. Die Dörte hat sich auch noch Magnete bestellt. Und zwar einmal den Fisch. Und einmal die Flosse. Die blaue. Und übrigens, habt ihr eigentlich die Katzenmagnete im Shop gesehen? Wo sind die Katzenliebhaber hin von euch? Ich zeige euch die jetzt mal. Und da möchte ich jetzt bitte keine Klagen hören. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Schaut mal. Also einmal haben wir das. Dann haben wir das in grün. Also die passen alle. Die sind alle unterschiedlich. Also es sind immer unterschiedliche Sets. Also ihr könnt auch alle drei bestellen. Dann habt ihr 18 verschiedene Katzenmagneten. Und ich finde die so süß. Hinterm Busch, im Busch, hinterm Kaktus, mit einem Kaktus, ohne Kaktus. Also, die Magnete sind so toll. Wo sind die Katzenliebhaber hin? Ich habe gedacht, die werden mir aus den Händen gerissen. Was ist? Ich glaube, bisher ist nur ein Päckchen verkauft oder so. Oder habe ich die gar nicht freigeschaltet? Doch, 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 die sind freigeschaltet. Aber da habe ich nur gedacht, oh, ich biete euch die so günstig an. Zum Schnapperpreis. Packt die schön zusammen und was ist? Magnete, ihr seid alle schon Magnet bedient, oder? Kann das sein, dass ihr gar keinen Bock mehr auf Magnete habt aktuell? Kann das sein? Kann das so ein bisschen sein? Also, die Dörte hat sich auf jeden Fall ganz tolle Sachen bestellt. Und zwar einmal die Release Paper mit den Seesternen und den Walen. Und ich habe dazu noch tatsächlich was ihr demnächst auch bestellen könnt. Und das tease ich euch schon an. Das werde ich wahrscheinlich für nächste Woche freischalten. Und zwar, schaut mal. Ich musste gerade noch ein bisschen kramen. Moment, wartet. Es geht gleich weiter.
Und zwar, wer auf Wale steht, kann sich demnächst das passende Washi-Tape dazu bestellen. Guckt mal. Und zwar gibt es jetzt neues Washi-Tape bei mir im Shop. Und zwar ist das von mir handdesignt worden. Also das habe ich selber erstellt und erstellen lassen und produzieren lassen. Das passt halt perfekt dazu, zu dem Washi-Tape. Es sieht ein bisschen dunkler aus, als es tatsächlich ist. Also wir haben hier so einen türkisen Hintergrund. Ne? Also hier ist es nicht so ganz. Das mit dem Farbverlauf, das geht halt immer so ein bisschen schlecht beim Washi-Tape. Das muss ja auch nahtlos aneinander grenzen. Aber hier haben wir auch einmal Wahl-Washi-Tape. Und ja. Genau. Das ist einmal, das gibt es im Shop. Dann haben wir noch was Schönes im Shop. Und zwar, ich lasse die Bombe jetzt platzen, okay? Und zwar haben wir einmal so schönes Blumen-Washi-Tape. Blumen und Pflanzen, eigentlich so rum. Da habt ihr ein paar schöne Blümchen, dann kommt noch mal so ein Pflanzenteil, dann kommen wir wieder zu den Blümchen. Und das wiederholt sich halt, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, das wiederholt sich alles. Das ist einmal dieses Washi-Tape. Es sind übrigens immer 10 Meter drauf, also richtig, richtig lang. Ihr könnt da 3-4 Bilder mit umrahmen oder halt eins komplett nutzen, um eure Bilder fertig zu machen. Da ist richtig viel drauf, also 10 Meter, 15 Zentimeter, also 15 mm breit sind die Sachen. Dann haben wir noch was. Und das wäre ja sonst echt langweilig, wenn das alles wäre. Und zwar gibt es auch noch ein Washi-Tape mit meinem Logo drauf. Das sieht dann so aus, wenn es aufgeklebt ist. Na, mit Janine X und Diamond Painting und mehr. Das sieht dann so aus. Und was gibt es noch? Wir haben 6 Stück. Dann haben wir noch eins, das sieht so aus. Das ist so ein Farbverlauf. Ne? Also von der einen Farbe hin zur anderen Farbe und dann geht das immer so weiter. Das Coole ist, wenn ihr sowas habt, wenn ihr so kleines Mini-Sticker habt, so für Nail Art oder so, könnt ihr euch die tatsächlich selber noch aufpimpen, die Washi-Tapes, und könnt dann noch so kleine Sticker drauf machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und da ist halt auch mal immer so ein Mini-Logo drauf. So ein Mini-Mini-Logo. Also nur ganz klein und dezent. Also nichts Dramatisches. Und das Lustige ist, das Washi-Tape sieht so aus. Und als ich das bekommen habe, habe ich erst gesagt, nee, was ist das denn? Das sieht aber komisch aus. Warum sieht das denn so dunkel? Ich hatte doch nichts in so komischer Farbe bestellt. Es sieht anders aus, wenn man es abrollt. Es sieht tatsächlich krass dunkel aus. Ne? Man denkt sich so, hä, was ist das? Ja, wenn man es abrollt, habt ihr das genau so, ne? Also so schön im Farbverlauf. Es sieht halt nur aufgerollt so aus. Es ist total crazy. So, und was haben wir denn noch? Und dann haben wir was ganz, 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 ganz Tolles. Und da muss ich nochmal einen herzlichen Dank an die liebe Sam und die liebe Harena, an die Tanja aussprechen. Denn die beiden haben auch exklusiv für meinen Shop Release-Papier. Nein, nicht Release-Papier, Washi-Tape designed. Und ich zeige euch das erstmal von der lieben Sam. Das ist von The Art und da wird es auch demnächst Bilder geben, kann ich euch schon mal versprechen. Und schaut euch mal das Washi-Tape an. Und ja, es ist eine Rolle Washi-Tape. Es ist alles auf eine Rolle drauf. Also ganz viel verschiedene, da könnt ihr ganz viel entdecken. Und das ist dieses. Es ist ein bisschen, sieht ein bisschen dunkel aus, aber es sieht halt nur so dunkel aus, weil es auf der Rolle ist. Es ist Washi-Tape, auch wieder 10 Meter Lauflänge. Und ihr habt ungefähr 70 bis 80 Zentimeter ist eine Motivstrecke. Also ziemlich lang. Das heißt, wenn ihr 60 Zentimeter klebt, dann habt ihr auf den 60 Zentimeter lauter unterschiedliche Sachen drauf. Richtig krass, richtig cool. Und kann ich sehr euch ans Herz legen, ist halt Janine X meets The Art. Das heißt, es ist exklusiv für meinen Shop von Sam, also von der Künstlerin von The Art, designt worden. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Und das Gelbe gibt es natürlich auch für Harena. Und auch die liebe Tanja hat sich die Mühe gemacht und fand das ganz toll und hat auch für mich Washi-Tape Design. Und ihr seht da ganz viele verschiedene Harena. Und kennt ihr dieses Mäuschen? Kennt ihr das? Ja, das Erdbeermäuschen ist auch dabei. Was soll ich euch sagen? Schaut mal, den Hasen müsstet ihr auch kennen. Den gibt's bei Peachy Moon im Shop. Also wir haben ganz viele. Und dann steht auch nochmal Janine X meets Harena Artwork.
Und ja, also da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drauf. Der Kräutergarten ist da so mit drauf in Teilen. Und auch das gibt's in 10 Meter Lauflänge, exklusiv von Harena designt. Und ja, richtig, richtig cool. Auch gibt's, das gibt's bei mir auch im Shop. Und ja, ich bin so glücklich. Das hat lange gedauert. Die hing tatsächlich auch einen Monat in Deutschland fest, bevor die dann zu mir kam. Und ich habe schon gedacht, langsam müssten die doch mal da sein. Ja, wo sind sie denn? Dann habe ich nachgefragt. Ja, ja, und wir müssen mal gucken. Und irgendwie ging das nicht. Und keine Ahnung. Naja, und jetzt jedenfalls sind sie da. Ich bin sehr glücklich drum. Und ja, die wird es demnächst bei mir im Shop geben. Also es sind alles Design-Unikate, die ihr sonst so nirgendwo zu kaufen gibt. Die gibt es halt nur bei mir im Shop. Gerade auch die Z-Art und der Harena Designs sind exklusiv bei mir im Shop. Und die anderen Motive, ja, die habe ich auch selbst entworfen. Das heißt, die kriegt ihr sonst nirgendwo auch. Also auch die mit den Walen oder auch mit den Blumen. Ich fand das ganz schön. Ich hatte euch ja mal eine Umfrage gemacht, was ihr gerne hättet. Und ja, ich habe euch nur nicht verraten, dass ich mehr Designs zur Auswahl hatte, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich müsste mich ursprünglich so auf 2 oder 3 Designs festlegen. Und ja, was soll ich sagen? Es sind dann doch ein paar mehr geworden. Und je nachdem, wie gut die laufen, kann ich mich auch nochmal entscheiden, vielleicht dann nochmal neue Designs aufleben zu lassen und mal nachzugucken, was ihr dann vielleicht sonst noch gerne hättet. Ich weiß jetzt zum Beispiel, mit Wichteln gibt es tatsächlich auch mit Gnomen, gibt es keine Washi-Tapes. Ich habe mal geguckt, ob es irgendwo Washi-Tapes mit Gnomen und Wichtel gibt. Das Problem ist nur, die Wichtel sind ja langgezogene Figuren, also die sind ja hochkant. Und wenn man die auf einem Washi-Tape macht, dann müsste man die so mini klein machen, dass man die fast gar nicht mehr erkennt, weil man die ja so hochkant und nicht so quer legen müsste. Ne? Wenn man die quer macht, dann klar, dann würden natürlich da mehrere drauf passen. Aber wenn man die hochkant macht, dann müsste man die halt so mini klein machen, dass man die halt nicht mehr erkennt. Und da finde ich es dann halt schon wieder schade. Also mit Gnomen ist halt schlecht. Also so Gnomen auf dem Washi-Tape, ja, schwierig. Release-Paper, alles klar, alles machbar. Bilder, alles machbar. Aber Washi-Tape finde ich dann halt schon sehr, sehr schwierig, weil man die dann auch ja nicht erkennt. Ne? Man muss die ja vielleicht auch erkennen können. Und ja, ich müsste mal gucken, ob das irgendwie machbar ist und wie das dann hinterher aussieht. Weil es ist halt schon eine Geschichte. Aber ich finde das von Harena und von Z-Art so geil. Ich finde meins halt tatsächlich auch richtig cool. Und ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar, ich habe jetzt überlegt, wann ich das mache. Ich werde das wahrscheinlich... was mache ich denn? Wann mache ich das denn? Ich habe nämlich überlegt, ob ich euch noch mal eine Überraschung packe. Und zwar, ich weiß, wir haben jetzt so lange Sommer und hin und her. Und eventuell habe ich im August für euch eine Überraschung. Ja, der August kommt bald. Vielleicht kann ich euch das im nächsten Video anteasern. Ich muss mal gucken. Also eventuell habe ich im August noch eine kleine Überraschung für euch, für alle, die dann bestellen. Ja. Genau. Würde ich sagen, machen wir so. Dann teaser ich euch das nicht weiter an. Ich habe da nämlich eine Idee. Ich muss das ein bisschen aufarbeiten, aber ich habe eine Idee, was ich eventuell noch für euch als kleine Mini-Überraschung mache. Das ist nur eine Kleinigkeit. Es ist nichts Wildes, aber ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt es vielleicht für euch. Schauen wir mal. Okay, wir machen jetzt erstmal eine große Kunststoffbox mit Blau. Haben wir hier drin. Ein Folienmagnet und noch ein Folienmagnet. Den packe ich hier auch rein. Beziehungsweise wir machen erstmal den Zettel rein und dann machen wir den Magnet drauf. Weil den kriege ich jetzt natürlich einfacher ab und die Dörte kann dann ihren Zettel besser lesen. So, das mache ich jetzt einmal hier drauf und das mache ich jetzt hier drauf. Das ist schon ein Dings, damit das halt auch funktioniert. Mein Gott, ich habe mit euch jetzt so viel geredet. So, die Stifte kann ich auch reinpacken, da passiert eigentlich nichts. Die Aufsätze kommen mit rein. Und Release-Papier hast du dir ausgesucht als Goodie. Und was soll ich euch sagen? Ich habe jede Menge neu vorbereitet. Und wenn ihr bei der Nuts auf dem Kanal schaut, da gibt es so eine kleine Überraschung bezüglich Release-Papier. Also erstmal könnt ihr ja personalisiertes Papier bestellen, aber bei die Nuts hat auch noch eine Überraschung für euch, weil ich habe nämlich ein bisschen was ausprobiert und die Nuts hat quasi so ein Prototyp. Aber das packt sie bei euch demnächst aus. Also haltet mal eure Augen offen, wenn die Nuts wieder ein Paket von mir auspackt. Da werdet ihr das wahrscheinlich sehen können. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dann dazu sagst. Weil das ist schon eher was Spezielleres, aber ich finde es sehr cool. Deswegen bin ich gespannt,
was ihr dazu sagt. So, jetzt müssen wir hier einfach noch mal ein bisschen auffüllen. Ich habe leider kein normales Zeitungspapier. Ich habe mir jetzt einfach ein bisschen Prospektmaterial genommen, damit ich halt die Zwischenräume ein bisschen ausfüllen kann. Und so. Ich hoffe, Dörte, das ist für dich okay, aber ich weiß nicht, was ich hier sonst reinmachen soll, damit das jetzt irgendwie so ein bisschen passt. Weil ich möchte nämlich die Sachen jetzt hier einmal zumachen. Und damit hier nämlich nichts kaputt geht drin. Wir haben mal nämlich alles drin in der Box. Alles. Und jetzt hier passiert jetzt auch nichts. Da dürfte ich auch nichts wegdrücken. Und jetzt können wir nämlich das schön einpacken. Und dann kann ich das nämlich in eine Kiste packen. Und dann kann das nämlich rausgehen. Und ich habe nämlich gerade auch eine Überlegung, wo das reinpassen könnte. Ich hole mal fix einen Karton. So, dann gucken wir mal. Passt das hier rein? Ja, guck mal, wie schön das reinpasst. Oh, ich habe den Zettel noch vergessen. Den packe ich jetzt natürlich der Dörte auch noch rein. Dörte, ich schummel dir den jetzt hier ganz unten drunter, damit du den nicht verlierst. Damit, wenn du das rausnimmst, auch direkt siehst. So, ich bin ja mal gespannt, ob der Drucker hinterher funktioniert, mein 3D-Drucker. Der muss einfach laufen. Es kann nicht sein, dass der nicht läuft. Das ist nämlich doof. Das ist richtig, richtig doof. So. Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir denn das jetzt? Machen wir das so? Ja, gucken wir mal, wir polstern das jetzt hier immer schick. So, dann machen wir noch ein bisschen Polsterung obendrauf. Ich brauche aber noch ein bisschen was zum Polstern obendrauf. So, dann schnibbeln wir das auch noch mal eben kaputt. Ja, was sagt ihr eigentlich zum Washi-Tape? Wie findet ihr das? Wie findet ihr das Washi-Tape? Gibt es dann demnächst auch im Shop und ja, ich finde es halt mega, mega toll, vor allen Dingen, weil es halt auch echt richtig toll geworden ist. Also ich finde es sehr, sehr gut geworden. Ich habe erst, wie gesagt, als ich das mit meinem mit dem Farbverlauf bekommen habe, habe ich erst gedacht, oh nee, ne, was ist denn da schief gegangen? Was ist das denn für ein Washi-Tape? Ich habe doch nichts in so dunklen Farben bestellt. Also in so, es sieht ja sehr relativ eintönig aus. Also wenn ihr das bekommt, bitte kriegt keinen Schrecken. Kein Schreck kriegen bitte, ja? Also ist alles gut. Kriegt bitte keinen Schreck. Es sieht nur so aus. Es ist nicht so schlimm. Wirklich nicht. Ich habe auch erst gedacht, so um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und dann habe ich das ausgepackt, habe die halt einmal, wie gesagt, ausgerollt und habe geguckt und es sieht wirklich super, 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 super gut aus. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich mega happy. Die sind wirklich gut geworden und ja, so, so cool. Und ich freue mich so unfassbar. Ich habe mich lange davor gedrückt, mein eigenes Washi-Tape zu machen, weil es halt auch echt... Ich bin kein Designer. Ja, und ich tue mich da auch schwer. Und gerade mit den... Ich wollte halt gerne was mit Harena machen, weil ich ja halt viel Harena im Shop habe. Sie Art wird demnächst auch sehr, sehr einiges kommen. Sehr, sehr viel ist nicht, aber einiges wird da kommen. Da habe ich einige coole Sachen für euch. Und ja, ich wollte halt gern was mit denen haben, mit den Künstlern, die ich auch im Shop habe. Und dann hatte ich halt Tanja gefragt, ob sie was dagegen hätte und ob sie mir da vielleicht helfen könnte. Und ja, sie fand das cool. Und was soll ich sagen? Beide fanden das so cool, dass beide jetzt auch ihr eigenes Washi-Tape dann auch demnächst zugeschickt bekommen. Also Harena kriegt dann ihr Washi-Tape zugeschickt. Sie wollte das unbedingt gerne haben und sie hat auch. Und dann haben sie beide ihr Washi-Tape, was sie dann halt auch
entweder verlosen können zum Beispiel oder halt auch selber benutzen oder auch einfach nur drauf stolz sein können, dass sie da so was Schönes gemacht haben, weil es wirklich, wirklich toll geworden ist, ne? So, das Päckchen ist eingepackt, gut verstaut, da war halt nichts mehr. Das sollte auch alles tutti frutti heile bei dir ankommen, liebe Dörte. Wir machen da jetzt aber noch Dings drauf, Dingsbumsdings, Dingsbumsdings. Wisst ihr, was Dingsbumsdings sind? Was Dingsbumsdings sind? Dingsbumsdings sind diese Dingsbumsdings. So, ja, es ist super. Also ich meine, manches läuft nicht und ja, aber das hat gut funktioniert. Und ja, ich bin mega happy. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so toll, wenn das funktioniert. Und ich habe mich ja lange geweigert, weil halt auch Washi-Tape herstellen lassen. Es ist nicht günstig. Alles, was ihr selber so customizen, wenn ihr das nicht ganz, ganz selbst herstellen wollt, kostet natürlich. Also gerade dieses eigene Designs herstellen, das muss angepasst werden, das muss gedruckt werden, das muss hergestellt werden, verschickt und alles hin und her. Das ist halt nun mal nicht zu vergleichen mit, ich kaufe jetzt mal irgendwann bei Amazon mal so ein 12er-Pack Washi-Tapes, ne? Ist es leider dann nicht. Also, das ist halt schon um einige Ecken teurer, vor allen Dingen, wenn man, so wie ich, nicht Unmengen abnehmen kann. Ich kann halt keine 10.000 Rollen Washi-Tape abnehmen. Wo soll ich die Washi-Tapes denn lassen, Leute? Wo soll ich die lassen? Ich habe jetzt eine Menge geordert, was ich denke, dass das ganz okay ist, dass ich da eine, da komme ich wahrscheinlich eine Weile mit hin. Und wenn das natürlich eher ausverkauft ist, dann kann ich das was nachbestellen. Aber so lange, also ich denke mal, da wird einiges sein, bis das wird einige Zeit dauern, bis das ausverkauft ist. Aber also von daher habe ich da erstmal. Aber ich kann da nicht nur 20 Stück bestellen. Könnte ich natürlich, gibt es mit Sicherheit Druckereien oder sowas, die das machen. Aber dann zahlst du für ein Washi-Tape nicht nur das, was ich jetzt bezahle, sondern da zahlst du bestimmt das Doppelte oder Dreifache. So, und dann musst du überlegen, willst du ein Washi-Tape für 5 Euro anbieten? Nein, willst du nicht. Selbst wenn es eigenes Design ist. Willst nicht, kannst du nicht. Ich finde, es ist halt immer so eine Sache, ich finde, es muss und sollte im Rahmen bleiben, weil halt auch das Washi-Tape ein Verbrauchsgut ist. Und ich will nicht 10 Euro oder 5 Euro für ein Washi-Tape ausgeben müssen, nur um das zu verbrauchen. Das ist dann halt auch ein bisschen doof halt, ne? Deswegen habe ich halt geguckt und habe mich da lange hin und her überlegt, ob ich es mache, mache ich es nicht, mache ich es, mache ich es nicht. Und dann habe ich einen Produzenten gefunden, der dann auch mit sich ein bisschen handeln hat lassen, weil das ist halt auch immer eine Geschichte, da macht halt auch nicht jeder Händler mit. Der eine sagt nee, der andere sagt ja, okay. Der nächste sagt, du musst aber das und das abnehmen. Der nächste sagt, ja, machen wir, aber das kostet dann so und so viel, wo du dir denkst, so, nee, geht nicht. Kriege ich so nicht hin. Wer soll das bezahlen? Ja, also, das ist immer viel rumsuchen, viel rumschreiben und es dauert halt alles seine Zeit, bis das dann auch hergestellt ist, bis es verschifft wurde, bis es geliefert ist und so. Das ist halt echt schon. Aber ich mache es gerne, weil es halt auch was Eigenes, ne? Das ist halt echt, echt schön. Und jeder, der immer so eigene Produkte designt und entwickelt hat, der wird feststellen, das ist halt schon eine coole Geschichte. Aber halt nicht immer alles machbar, obwohl ich manchmal schon denke, so, ja, schade, ne? Aber da muss man halt durch, das ist halt so. Es ist nicht immer alles machbar. Vieles ist machbar, aber nicht immer alles. Die nächste Bestellung, die ich hier habe, ist übrigens von der lieben Anne-Marie. Und sie sagt, ich darf es gerne auf YouTube zeigen, mache ich sehr gerne. Und sie freut sich, dass sie... nee, und sie sagt auch, sie sagt, ich darf es zeigen, auch wenn es eine kleine Bestellung ist. Es ist überhaupt kein Problem. Aber kleine Bestellung, große Bestellung, völlig wurscht. Und sie bedankt sich schon für meinen kleinen Shop. Gerne, sehr gerne. Und ich hoffe, dass bald die Magnetboxen da reinkommen. Es sind tatsächlich ja wieder Magnetboxen da. Müsst ihr mal bitte reinschauen. Es wird auch nochmal 3D-Magnetboxen geben. Wenn ich das Washi-Tape einstelle, wird es nochmal die beiden Boxen geben. Das sind einmal eine hohe Box. Die gibt es ganz, ganz selten, gab es die bei mir. Das ist so dreifarbig gehalten. Könnt ihr das sehen? Da sind Platten drin, oben und unten. Die sind sogar im Verlauf so ein bisschen gedruckt. Die gibt es einmal. So eine hohe Box. Und dann gibt es als B-Ware die grüne Box. Das ist so eine dünne pastellgrüne Box. Weil hier oben ist ein bisschen was dreckig. Der Fußboden ist so
nicht ganz so schön. Und der Deckel auch. Es geht. Also gibt es bessere Varianten. Ist aber ganz okay, aber der Schmutzfleck stört mich persönlich und deswegen gibt es die ein bisschen günstiger. Tut aber trotzdem ihren Zweck. Mega gut und ist ansonsten auch wirklich gut gedruckt. Außer der Fleck da, der da drauf ist. Magnetplatten sind drin. Die zwei 3D-gedruckten wird es noch geben. Die hatte ich tatsächlich doch noch gefunden. Die lagen in der Ecke und haben gewartet und gewartet und haben gesagt, sag mal Janine, ich will auch. Verkauf mich doch. Ich so, ja, wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, die hatte ich tatsächlich doch noch in der hintersten Ecke gefunden, weil ich habe im Regal, ich habe die immer nach hinten geschoben, habe die neuesten Sachen vorne weggestellt und alles nach hinten. Und dann habe ich das nicht gesehen, dass da hinten doch noch was war. Ja, wie gesagt, das kommt auch nächste Woche, wenn die Swashy Tape da ist. Das heißt, die könntet ihr euch noch sichern. Das eine als Normalpreis und das andere als B-Ware, weil halt da eine kleine Macke drauf ist. Die Annemarie hat sich noch Release Paper dazu gewünscht. Sollst du haben, einmal reingegriffen. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Kann man auch nicht sehen. Ich habe wieder neue gepackt. Also lasst euch einfach überraschen, was da drin ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Kann natürlich immer sein, dass da schon was drin ist, was ihr schon habt. Das ist halt tatsächlich ein echtes Überraschungspaket. Und ich wollte euch noch was fragen. Und zwar, ich habe öfter schon mal die Anfrage gekriegt, dass hin und wieder mal die Leute oder einige Leute gerne keine 10er Päckchen Release-Papier haben wollten, sondern eher so ein Mixpaket aus verschiedenen Release-Papier oder Release-Motiven, quasi so als so eine Art Mystery, wie soll ich sagen, dass da halt, weiß ich nicht, beispielsweise zwei Motive und dann jeweils fünf verschiedene drin sind oder halt, also dass die maximal zweifach drin ist. Ansonsten halt bunt gemischt aus dem aktuellen Sortiment. Hättet ihr da prinzipiell Lust drauf, dann könnte ich tatsächlich nämlich noch ein paar solcher Mystery Bags herstellen. Würde am Preis jetzt natürlich nichts ändern, weil es keine B-Ware ist, aber die könnte ich tatsächlich noch zusammenstellen. Wenn denn Bedarf da ist und ihr da Bock drauf habt, dann könnte ich euch nochmal so ein Mystery-Paket zusammenstellen. Und das ist allerdings aus der aktuellen Kollektion. Das ist nichts, was irgendwie noch nicht da ist. Das würde ich dann aber auch immer reinschreiben. Ihr müsst bitte immer mal dann auch in die Beschreibung schreiben. Aber da kann ich es auch tatsächlich oben reinschreiben als Betreff aktuelle Kollektion oder irgendwie sowas. Ne? Und wenn dann... wenn dann irgendwie neue Motive drin sind, dann würde ich dann auch sagen, inklusive neue oder alt und neu oder irgendwie sowas. Ihr würdet es dann anders deklarieren, aber schaut bitte auch immer in die Videobeschreibung, in die Produktbeschreibung rein, was da drin steht. Das ist immer echt sehr hilfreich, weil ich es da halt reinschreiben kann. Oben im Kopf, da kann ich kann euch da keinen Roman reinschreiben. Ich meine, könnte ich schon machen, aber es macht nicht so ganz so viel Sinn. So, dann kommt noch einmal Papier oben drauf. So, und dann mache ich die Kiste zu. Und die Annemarie kriegt dann ihr Release-Paper-Album zum Sammeln. Ja, es gibt auch noch welche. Ein paar habe ich noch. Also auf jeden Fall zugreifen, wenn ihr noch ein Release-Paper-Album haben wollt zum Sammeln eurer Motive. Es ist richtig, richtig schön. Richtig cool. Ich liebe mein Release-Paper-Album. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein A5 Binder habt zu Hause, den ihr zum Sammeln benutzen möchtet, dann könnt ihr euch bei mir auch einfach die Inlays bestellen. Ne? Die gibt es für die 9x13 Motive und auch für die 13x18. Bestellt euch einfach die Inlays und dann könnt ihr euer Binder selber bestücken. Ihr braucht allerdings einen 6-Loch-Binder. Ne? Den bräuchtet ihr dazu, ansonsten passen die Einlagen nicht. Ja, und dann könnt ihr euch die Einlagen bestellen und dann könnt ihr in eurem Binder sammeln. Wenn ihr zum Beispiel einen Binder schon zu Hause habt, den ihr für, weiß ich nicht, für irgendwas benutzt habt und sagt, ah, ich benutze den eigentlich so nicht mehr. Aber dafür könnte ich den jetzt eigentlich wieder rausholen. Super Geschichte, könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Es gibt beide Optionen bei mir im Shop und dann könntet ihr einfach mal schauen. Ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und es hat eine coole Geschichte zum Sortieren und einfach mal zum Durchblättern, wenn ihr möchtet.
weil ihr die dann euch schön wegsortieren könnt, ne? Ihr könnt euch die dann so einsortieren, je nach dem Motiv, was ihr dann habt. Und es kommen ja auch immer wieder neue Motive, ne? Aktuell haben wir ja ein buntes Leo-Muster. Leute, das bunte Leo-Muster ist sowas von unterbewertet. Das sieht so geil aus. Ich kann es euch gerade nicht zeigen. Doch, kann ich euch zeigen. Wartet. Leute, wartet. So, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, zeige ich euch. So, da habe ich, schaut mal, und zwar seht ihr das, einmal das bunte Leo-Muster und einmal das Leo-Muster. Und wenn ihr die obere Kante, könnt ihr an die untere Kante von dem hier ranlegen und dann habt ihr quasi von oben nach unten einen kompletten Farbverlauf. Die Vögel sind tatsächlich auch schon bestellt worden. Die Flaschenpost, könnt ihr das sehen, die ist auch schon bestellt worden. Wir haben ja auf jeden Fall noch die Cupcakes, die sind auch richtig gut bei euch angekommen. Wir haben ja nochmal das gestrandet Motiv. Mein Gott, könnt ihr das sehen? Fokus. Einmal das gestrandet ist auch ein super schönes Meermotiv. Was haben wir denn noch? Leo-Muster und wie gesagt die Vögel. Und ja, den Drachen. Übrigens, den Drachen gibt es auch noch. Und wir haben jede Menge Magnete. Wir haben tatsächlich viele Blümchen, noch ein paar Elefanten haben wir, ganz viele. Wir haben hier so Bubble Tea mit Erdbeeren. Und was haben wir noch? Wartet, wir haben noch mehr. Wir haben Kuchen, wir haben Flossen, wir haben noch ein paar Blümchen. Hier, die Tintenfische sind auch total geil. Ich kann euch die sogar zeigen. Ich habe sogar echt noch einen hier. Den habe ich nur nicht verkauft, weil der so ein Doppelmagnet, der hat sich irgendwie beim Kleben gedingst. So ein kleiner Tintenfisch, der ist so süß. Rosa, mit ganz vielen Armen. Mit ganz vielen Tintenfischarmen. Die gibt es auf jeden Fall auch noch in verschiedenen Farben. Und Leute, schnappt euch die. Schnappt euch die. Und dann gibt es, wie gesagt, die ganzen Katzenmagnete noch. Es gibt noch Kuchen, es gibt Schmetterlinge. Es gibt hier so, schaut mal, so Bienchen mit einer Wabe. Bienchen mit hier mit so einem Honig-Dingsbums. Dann noch diese kleine süße Krake. Dann auf jeden Fall diese bunten Blümchen. Die zeige ich euch mal echt, die sind so schön. Ich habe da tatsächlich erstmal nur 4 gefunden. Aber schaut mal, wie schön die sind. Seht ihr, wie schön die glitzern? Die sind so unfassbar schön, diese Blumen. Die gibt es in 5 verschiedenen Richtungen, je nachdem. Wie sie haben, es gibt noch eine mit einem dicken, in der Mitte, so einen dicken Mittelpunkt. Aber die sind so schön und die glitzern so unfassbar schön, weil die sind obendrauf ein bisschen facettiert, sodass die so ein bisschen spiegeln. Seht ihr das? Und die haben halt Glitzer mit drin, ne? So, so schöne Blumen. Also wer auf Blümchen steht, sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Das gibt es auch einige von. Also die sind auch nicht so schnell weg. Aber die sind wunderschön. Wie gesagt, Kuchen haben wir. Wir haben noch ein paar Katzenmotive. Wir haben noch die Flügel sind wieder da. Da haben auch ein paar schon zugeschlagen. Ja, wir haben auf jeden Fall hier noch so ein buntes Mandala haben wir auch noch drin. Dann noch so eine Eule, die so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Dann haben wir noch Pfötchen. Auf jeden Fall so eine 3D-Robbe. Die zeige ich euch auch nochmal. Die habe ich hier, die ist aussortiert, weil die oben einen Schmutzfleck hat. Aber guckt mal, so ein kleines Walross. Ist das nicht geil? Ist das nicht süß? Davon ist auch schon einer oder zwei sind davon auch schon verkauft. Aber die sind so süß. So ein kleines süßes Walross. So, so cute. Ja, mega, mega schön. Also, Magnete könnt ihr auch zuschlagen. Wie gesagt, da gibt's einiges. Es gibt auch noch 3D-Deluxe-Magnete hier mit den Elefanten. Die sind toll. Die Schatztruhe in Rot ist schon ausverkauft. Da gibt es jetzt noch eine grüne. Und viel mehr haben wir noch. Wir haben noch, genau, noch einen Eisbären gibt es noch. Noch ein bisschen hier die Eidechsen, die sind auch nochmal wieder da. Gibt es auch noch ein paar davon, wer jetzt nochmal zuschlagen will. Genau. Und Adventskalender natürlich auch noch, ne? Adventskalender haben wir auch noch. Und personalisiertes Release-Paper. Ja, wir haben ganz viel in den Shop bekommen. Was soll ich euch sagen? Also, und die Erdbeermäuschen sind wieder da. Also Erdbeermäuschen, wer noch ein Erdbeermäuschen haben will, mit 120 Farben, sind auf jeden Fall nochmal Nachschub gekommen. Leere Leinwände zum selber Reste-Steinchen verwerten. Und es sind auch Dings gekommen, auch mit Stein-Varianten. In eckig allerdings nur. In rund nicht. Genau.
Also, der Waschbär ist auch noch ein paar Mal da. Wer den Waschbär noch haben will, sollte auch noch zugreifen, solange er noch da ist. Weil bei den Bücherbildern, die werde ich jetzt auch erstmal auslaufen lassen. Und die werde ich bei Bedarf nochmal irgendwann später nochmal nachbestellen. Eventuell, wenn die neue, wenn nochmal, also wir fangen mal anders. Wenn ich irgendwann mal die neuen Bilder produzieren lasse, dann werde ich auch nochmal mal rundfragen, wer vielleicht noch was von den ausverkauften Bücherbildern haben möchte. Weil dann werde ich eventuell dann davon nochmal das ein oder andere nachbestellen. Und dann werde ich gucken, was da ist und was nicht. Und dann werde ich gucken, was vielleicht noch gefragt sein könnte. Und da werde ich aber nur eine Mini-Auflage nochmal nachbestellen. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Genau. Weil auch mein Lagerplatz ist begrenzt. Und die Bücherbilder war eigentlich kein Dauerprodukt. Und wer jetzt davon noch irgendwas in Rund haben will oder so, dann schreibt mich einfach an. Ihr wisst ja, schreibt mich einfach an und ich gucke, was ich dann machen kann. Und dann werde ich dann vielleicht nochmal in Rund noch das eine oder andere nachbestellen. Weil tatsächlich auch viele von euch mittlerweile auch tatsächlich die runden Sachen echt schnell wegkaufen. Also da bin ich auch tatsächlich echt überrascht, aber ich freue mich da mega. Weil rund ist so, so unfassbar schön und unfassbar gut. Und es gibt viele, die lieber rund painten als eckig und von daher völlig okay. Jetzt machen wir die nächste Bestellung für die liebe Heidrun. Und die Heidrun, für die Martina. Hä? Ich hatte auf jeden Fall noch eine Bestellung. Wo ist die denn hin? Ach, die ist hier unten. Hier unten ist noch eine Bestellung. Ich habe überlegt, ich hatte doch noch eine Bestellung. Habe ich erst gedacht, dass die Bestellung ist. Aber nein, die Bestellung ist hier. Die Bestellung kommt nachher auch. Also, wir machen jetzt erstmal die Bestellung für die liebe Martina. Und die Martina hat sich einmal das Set bestellt. Und zwar bestehend aus dem Stiftebecher, einem kleinen Müllbecher und einem 3D-Stift. Und sie sagt, ich weiß gar nicht, welche Farbe zu dem Stift gut aussieht. Magst du etwas Passendes aussuchen? Das wäre mir sehr recht. Wisst ihr, was wir da machen? Ich habe mir nämlich tatsächlich schon was überlegt, was ich richtig cool finde. Und zwar, einmal, wir gucken jetzt mal, was dazu passen würde, ja? Wir haben das nämlich wahrscheinlich noch öfter, dass wir das brauchen. Wir könnten, also da würde einmal Weiß natürlich super gut zu passen. Wir haben hier einmal so ein schönes Gelb. Das würde richtig gut dazu passen, weil das sehr, sehr gut zu dem Stift an sich harmoniert, weil das fast derselbe Gelbton ist. Schaut mal. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist so unfassbar gut dazu. Metallic. Ich bin jetzt am Überlegen, was ich für die Martina mache. Ich gehe mit der Martina aber auf die 5200, weil ich das auch tatsächlich richtig gut finde, weil das ist ein bisschen mehr Glitzereffekt. Na, also wir haben da so ein Silber und das passt natürlich auch mega gut dazu. Schaut mal. Oder wir haben natürlich auch noch eine Farbe, die hier mit gut passt. Da würde ich zum Beispiel, der Beereton, zum Beispiel der Ton wäre zu lila lastig. Der ist ein bisschen mehr pink. Da gibt es mit Sicherheit auch noch eine Option, die dazu gut passen würde. So, gucken wir mal, was sagt denn der Ton, der Strassstein? Also man könnte mit dem mit der Strassfarbe gehen hier. Die würde tatsächlich auch ganz gut dazu passen. Die passt ein bisschen zu dem pinken Teil. Und auf der anderen Seite würde man dann halt das sehen, weil das natürlich hier Gold auf der Seite ist. Wir könnten gehen mit, wo sind sie denn? Hier unten drunter. Ich habe gerade meine Metallicsteine gesucht. So, wir könnten natürlich auch mit einem anderen Metallic-Ton gehen. Also der ist zu pink, der ist ein bisschen mehr lila-lastig. Schauen wir mal, was der Ton sagt. So, der würde auch super gut passen. Das ist die 327, weil der auch so ein bisschen pink-lila ist, genauso wie der Stift. Der würde gut passen. Und wie gesagt, das Gold würde gut passen, aber auch das Braun würde hier gut passen. So, wartet mal, ich drehe euch die mal um. Weil auch das Braun sieht hier unfassbar gut drauf aus. Seht ihr das?
Und das passt natürlich auch zu der Farbe. Also die Farbe passt auch richtig gut. Ich finde die sogar, also die ist natürlich ein bisschen noch dezenter, aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher dann zum Gold tendieren. Also ich würde zuerst zu der Farbe tendieren. Also zu dem helleren anstatt zu dem dunkleren Ton. Das richtige Gold-Gold ist mehr, ja, das finde ich nicht so schön, weil das ist mehr so gelb. Wartet, ich zeig's euch. Vielleicht sieht das ja auch doch noch anders aus, aber doch ginge auch, ne? Also das Gold-Metallic würde tatsächlich auch gut funktionieren. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber das würde auch gut funktionieren. Also Gold-Metallic würde funktionieren. So, haben wir hier noch vielleicht. Wir schauen mal, was sagt denn die Farbe? Ich glaube, die ist aber zu pink. Ja, also die finde ich ist zu pink. Seht ihr das? Das ist mir zu pink, weil das ist halt schon ein bisschen mehr ins Lila gehen. Ne? So ein ganz Mini-Mü. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist alles rot. Rot. Nee. Nee. Ich finde, das ist zu lila. Also das ist tatsächlich zu lila. Zu blau. Zu lila. Das ist auch zu lila. Also die 327 ist so die einzige Farbe, die ich jetzt persönlich da nehmen würde. Oder halt eine der anderen Farben. Also die wären jetzt für mich alles machbare Farben. Ihr könnt euch die ja mal durchschauen. Also das sind so jetzt die Farben, die ich jetzt hier dafür favorisieren würde. Dann mache ich mir jetzt auch nochmal ein Foto von. Da muss ich beim nächsten Mal nämlich nicht mehr suchen, welche Farben ich haben möchte. Das sind so jetzt die Farben, die jetzt finde ich dazu echt gut passen. Es sei denn, ihr sagt, ich will jetzt da ein Grün drüber haben oder so. Ne? Dann, ich bin damit fein, wenn ihr da irgendwas anderes haben wollt oder in eine Neonfarbe oder so. Da gucken wir nochmal mal. Aber die Martina möchte ja irgendwas Cooles da drauf haben. Und ich würde sagen, wir machen da jetzt einfach mal Weiß drauf. Ich finde das nämlich sehr schön. Ich finde so dieses 5200. Es ist so ein bisschen Silber angelehnt, so ein bisschen ans Silber. Aber ich finde, durch diesen Strasseffekt, es sieht das richtig cool aus. Bevor wir hier was draufkleben, müssten wir vielleicht erstmal Klebestreifen drauf machen, ansonsten wird das nichts. Ja, wo ist denn mein Anfang? Wo ist mein Anfang da? Kennt ihr das, wenn man so drüber fühlt und dann merkt, so, da ist die Kante? Da ist mein Anfang. So, und dann machen wir das einmal mal hier gut schick drüber. So. So, und dann können wir das bekleben. Muss man anfangen? Da. Schiebe ich die mal kurz beiseite und dann schnappen wir uns mal unsere schicken Steinchen und kleben die hier drauf. Ja, sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Ja, ansonsten, wie geht's euch denn? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ich hoffe, ihr habt nicht so sehr geschwitzt. Ihr konntet euch ein bisschen abkühlen. Oder noch ein schönes Eis essen. Oder wart irgendwo cool unterwegs, wo es vielleicht nicht ganz so heiß war. Boah, es ist schon echt warm, ne? Und ja, auch die Postboten, die mussten ordentlich schwitzen hier. Aber es hilft halt nichts, ne? Ja, nächste Woche geht mein Auto in den TÜV-TÜV, in den TÜV-TÜV. Und dann habe ich auch wieder ein frisches, getüftes Auto vor der Tür. Kann ich auch wieder rumdüsen damit. Ja, ansonsten ist es hier echt ganz ruhig, ganz entspannt. Ich packe eure Sachen fleißig weiter ein. Und ja, es ist halt schon echt krass. Also es ist schon einiges, was hier noch zu machen ist. Oh, jetzt habe ich hier die Schichtung. Da ist die Silberbeschichtung draufgegangen. Ach. Okay, ich hoffe mal, das hält trotzdem. Ja, das hält auf jeden Fall trotzdem. Ich muss nämlich einmal Steine kürzen. Ja,
ansonsten bei mir ist alles gut. Heute ist echt ein bisschen entspannter. Ich habe auch keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe aber heute Morgen tatsächlich noch eine Kopfschmerztablette genommen, weil ich mir nicht sicher war, wie gut es heute ist oder wie gut es nicht ist. Aber es ist bisher gut. Und das heißt, ich werde nachher dann auf jeden Fall weiter an den Bestellungen rumarbeiten. Das heißt, vorbereiten, schnippeln und auch verpacken nicht. Das machen wir ja jetzt. Aber die nachher noch eben anmelden und dann werde ich sofort vorbereiten. Also wie gesagt, mir noch Release Paper noch einiges schnippeln. Das werde ich in Etappen machen, dass eure Bestellungen so peu à peu rausgehen. Aber ihr wisst ja, bei Release Paper dauert es natürlich ein bisschen länger. Und ich habe auch noch einige YouTube-Wünsche dabei. Die hätte ich gerne gezeigt, aber ohne dass das Release Paper fertig ist. Ja, wie soll ich es machen? Leute, wie soll ich es machen? Ich kann ja auch nicht zaubern. Zaubern geht noch nicht. Geht noch nicht. Zaubern kann ich noch nicht. Noch nicht. Und schaut mal, so sieht der Stift jetzt aus mit einmal einen weißen Strassstein im Ring. Und ich finde, das sieht doch cool aus. Ist zwar relativ schlicht, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nichts Ausgefallenes, aber ich finde, das passt gut dazu. Also wenn einem nichts einfällt, dann geht so ein silberner oder so ein weißer Rand auf jeden Fall super gut klar. Und apropos gut klar gehen, ich hatte ja mal eine Anfrage, dass auch natürlich, es kann natürlich immer mal sein, dass sich Steinchen lösen und ihr sagt dann, oh, die halten nicht so gut. Was ihr machen könnt, ist ein bisschen, ja, wenn ihr Versiegelung zu Hause habt, ganz, ganz leicht mit dem Pinsel hier drüber gehen, sodass es halt nicht so unbedingt viel auf den Stift, sondern eigentlich eher so in die Zwischenräume geht und auch an den Seiten. Ganz, ganz vorsichtig mit einem feinen Pinsel. Und dann könnt ihr das mit Bauform zum Beispiel versiegeln. Das hat eine Kundin gemacht und man sah das an dem Stift gar nicht. Also das könnt ihr ganz, ganz vorsichtig machen, so dass halt möglichst wenig an den Stift rankommt, sondern eher so in der Mitte, wo die Steine sitzen. Und dann könnt ihr das ganz vorsichtig versiegeln. Und mit Bauform solltet ihr das hinterher auch wieder abkriegen, weil ihr ja zwar die Steine versiegelt, aber ja nicht so dick Fett draufstreicht, dass es dann nicht mehr abgeht. Ne? Also da solltet ihr das auch gegebenenfalls nochmal wieder abkriegen. Und ja... Das hatte ich schon mal. Also ich meine, es ist keine Dauerlösung. Ich möchte das aber auch nicht als Dauerlösung. Ich hatte das zum Anfang überlegt, ob ich es machen soll als Dauerlösung und mit wirklich so fest dran kleben, dass da nichts mehr abgeht. Aber das große Aber ist, wenn euch das doch nicht gefällt oder ihr doch mal wieder tauschen möchtet oder keine Ahnung, was damit machen möchtet, dann funktioniert das halt nicht. Und dann geht euch der Stift kaputt oder irgendwas. Es ist halt einfach nicht so glücklich. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht als Dauerlösung, sondern ich mache es als variable Lösung. Und ihr könnt euch das gegebenenfalls fixieren oder wenn ihr wollt, wenn ihr es wirklich fest wollt, auch selber draufkleben oder auch irgendwie versiegeln oder so. Das ist dann für mich völlig in Ordnung. Das ist auch völlig okay. Aber ich persönlich will es nicht als Dauerlösung haben. Deswegen habe ich es halt auch nicht gemacht. Weil ich mir gedacht habe, nee, das ist nicht so cool, wenn da was sein sollte, dann haben wir da mal das Problem, dass dann, ja, wie soll ich sagen, wo bin ich denn hier? Achso, die lasse ich nochmal eben draußen vor. Ich glaube, wir haben nämlich noch solche Stifte. Ich glaube, die Stifte haben wir gleich nochmal. Dass, keine Ahnung, ihr da unflexibel seid. Ich möchte schon, dass ihr noch ein bisschen flexibel sein könnt. Und deswegen machen wir das so. Ich habe mir einen Karton geholt, einen kleinen Karton, einen kleinen süßen Karton. Den können wir eben fertig machen. So. Der Karton, da kommt jetzt einmal gleich Papier rein, beziehungsweise ich muss mal gucken, wie mache ich es denn? Kriege ich das hier? Hier ist übrigens auch schon der Gegenmagnet dran.
So, das heißt, das habe ich jetzt erstmal einmal eingepackt. Wir müssen jetzt nochmal gucken, was haben wir denn? Haben wir denn noch einen Wunsch? Du hast mir keinen Wunsch gegeben, was du gerne noch dazu haben wollen würdest. Liebe Martina, du hast deinen Goodie-Wunsch vergessen. Bei dir gibt es einmal eckige Bisteine dazu. Wupp, wupp. So, und wie machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt dazu? Machen wir das jetzt so mit rein? Machen wir so mit rein. Das heißt, du kriegst einen kleinen Stiftebecher eingepackt und den packen wir jetzt gleich nochmal schick ein. Mit. Ich mache das jetzt einmal noch fest, damit das nicht durch die Gegend rutscht. Und zwar polstere ich das jetzt einmal kurz aus, damit da nämlich nichts durch die Gegend rutscht. So. So. Damit hier nichts reinrutscht, nichts rausrutscht, damit das einfach schick hält. Und jetzt kommt das Schnipselpapier. So. Machen. So, da haben wir das Paket nämlich zu. Einmal für die Martina. Das Coole ist, die Stiftebecher passen da perfekt rein. Die passen perfekt in dieses kleine süße Mini-Paket, das ist so, so unfassbar gut. So. Dann kommt das nämlich auch an die Seite und dann ist das Paket für die liebe Martina nämlich auch gepackt. Und weil es so schön ist, packen wir das sowas Ähnliches gleich nochmal und zwar hier für die liebe Heidrun. Die Heidrun hat sich nämlich einen Stiftebecher mit Schwarz und Gelb-Grün entschieden. Das ist so ein Farbverlauf oben noch gewesen. Und ich finde das so zweifarbige Becher eigentlich ganz süß. Und einmal Release-Papier mit Axolotl. Und das packen wir jetzt auch ein. Hat sie sich noch was gewünscht? Ja, eckige AB-Steine als Goodie. So. Das kommt auch noch mit dazu. Und dann können wir das gleich schön einpacken. Genau. Wie packen wir das denn ein? Das kann ich auf jeden Fall nicht irgendwie so einpacken. Das packe ich hier einmal ein und dann packe ich das gleich nochmal in den Becher ein. Weil das lege ich gleich ganz unten drunter. Und dann kommt der Becher oben drauf. So, einmal. Und wie ich schon festgestellt habe, habe ich noch Tütchen. Und zwar sind die vom letzten Adventskalender, vom letzten Jahr. Weil dieses Jahr packe ich das ein bisschen anders. Da kommt das anders. Und ich finde die Tüten nämlich super zum Einpacken. So. Dann kann ich das nämlich echt schön einpacken. Und gegen Streifenhörnchen kann doch keiner was haben, ja. So, rote Streifen. Machen wir das anders. Wir machen das nochmal kurz raus. Wir machen dann erstmal noch ein bisschen Papier rein. Und dann machen wir das so. So, jetzt haben wir hier das schön verpackt. So, schick. Und ich brauche jetzt einen Karton. So, da habe ich den auch schon mal gerade zusammengebastelt. So, und ganz unten drunter kommt jetzt einmal das Release-Papier rein. Und dann kommt das Schnipselpapier oben drauf. Ich muss wieder neues Schnipselpapier machen, vielleicht sehe ich gerade.
Aber ich habe schon unten alles vorbereitet. So. So, liebe Heidrun, dein kleines Wunschpaket ist fertig. Mach das bitte von oben auf, weil auf der Unterseite, wie gesagt, da liegt das Release-Papier, aber es sollte auch kein Problem sein. Ganz, wenn man da ganz vorsichtig lang schneidet, ist das auch eigentlich gar kein Problem. So, wartet mal, ich muss die Nummer noch draufschreiben. Und dann geht das Paket auch raus an die liebe Heidrun. Heidrun, lieben Dank für deine Bestellung. So, und dann können wir das auch auf die Seite packen. Was haben wir denn noch Schönes? Gucken wir mal, was wir noch Schönes haben. Und zwar, schaut mal, die Box machen wir als nächstes. Und das ist übrigens von der Monika. Und sie möchte auch ihre Bestellung gerne in YouTube-Video eingepackt haben. So, machen wir sehr gerne. Sie hat zweimal neue Lageretiketten bestellt. Das sind einmal diese ohne Stift. Einmal wünscht sie sich Release-Papier als Goodie. Mache ich sehr gerne, habe ich hier. Und dann hat sie sich noch eine 55 Farbbox bestellt. Und das ist einmal diese. Was ich hier gemacht habe, ist noch so ein Inlay draufgepackt, damit die halt nicht aufgehen sollte. Sich doch mal ein Deckel lösen, ist ja so fest drauf, dass das nicht aufgeht. Also wenn ihr die aufmacht, macht die bitte nicht so rum auf, sondern auf. Oh, das sieht aber cool aus. Ich muss noch mal ein Foto machen für meinen Shop, weil tatsächlich konnte ich da nicht das Foto machen, weil ich die Box zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig gehabt habe. Ich habe mit Hochdruck gearbeitet, aber schaut doch mal, wie schön das aussieht. Das ist so eine schöne bunte Box. Also richtig, richtig cool. Viele Farben drin. Ja. Ne? Und wenn neue kommen, kommen neue. Schauen wir mal. So, wir gucken mal, ob wir das in so einen Karton reinkriegen. In so einen flachen. Ansonsten müssen wir uns einen anderen Karton organisieren. Aber ich bin da... Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Und es passt in so einen Karton. Ha. Ja, es klappt, aber sehr, sehr knapp. Ich hoffe mal, da geht nichts kaputt auf dem Weg. Wir machen auf jeden Fall Folie unten drunter und Folie oben drauf. Wir hatten doch vorhin eine Folie hier. Ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. Da ist sie. So, erstmal machen wir Folie drunter. Dann machen wir auf jeden Fall einmal was zum Einpacken drauf. So. So, dann kommt das einmal drauf, dann kommen die zwei noch drauf und einmal das Papier. Also kein Stress, oben kommen jetzt noch mal so Knüppel drauf, das heißt von oben ist es auch gleich geschützt, auch wenn ich da jetzt nichts drauf habe. Das sollte gar kein Problem sein, da kommen jetzt gleich noch mal hier Flocken drauf, sodass das von oben auch geschützt ist. Es sollte halt alles gut ankommen. Falls doch was sein sollte, bitte, ihr wisst ja, meldet euch bitte. Da findet sich eine Möglichkeit. Oh, das geht schlecht zu. So, das ist knapp. Aber da sollte nichts passieren auf dem Weg. Ist alles sicher verstaut. Da sollte wirklich nichts passieren auf dem Weg. Das ist aber... Das ist schon richtig gut da drin. Richtig, richtig gut. Das sitzt so fest da drin. Da sollte nichts kaputt gehen. Also ich meine natürlich, es kann immer kaputt gehen, wenn
dass irgendwie geschmissen wird. Oder dass irgendwo eine richtig schwere Kiste irgendwie so hochkant draufgestellt wird. Es ist halt nichts bruch... Also es ist nichts, nichts... Also nichts ist ganz, ganz bruchsicher. Aber ich verpacke das eigentlich schon immer so schön, dass da nichts passieren sollte. Wir brauchen die Bündebildings. Die Bündebildings. Nehmen wir die. Die Bündebildings. Gut verstaut. Gut verstaut ist halb gewonnen. So. Und liebe Monika, dein Päckchen ist auch fertig. Und geht dann auch mit raus. Und zwar morgen. Morgen! Morgen! Wir haben noch ein schönes Päckchen für die Nicole. Die Nicole hatte eine Sonderbestellung aufgegeben. Und die packen wir jetzt zusammen. Denn die Nicole hatte nämlich wegen Stiften angefragt. Und ja, die Nicole hat dann eine Sonderstiftebestellung bekommen. Und ja, gucken wir mal. Ich weiß, dass sie als Steine gerne auch so blau-türkis drauf haben wollen würde. Machen wir auch. Und da gucken wir gleich mal, was wir da alles Schönes drauf zaubern können. Ja. Ich glaube, ich muss gleich da nochmal drüben mir meine Kiste klauen von meinem angefangenen Bild. Ja, machen wir. Also erstmal machen wir die hier fertig. Ihr seht, zwei Pinzetten hat sie sich bestellt. Und zwei spitze Pinzetten. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch welche im Shop habe oder ob ich die... Ich weiß gar nicht, wie viele da überhaupt noch da sind. Dann zwei Magnete. Hat sie sich noch ausgesucht. Und zwar einmal eine Frauenfeder in Türkis. Und eine Eule. Genau. So. Die zwei hat sie sich ausgesucht. Und bei den Magneten, wer auf Magnete steht, kann auf jeden Fall gucken. Es gibt jede Menge neue Magnete, viele Magnete. Schaut einfach mal rein. Vielleicht bist du auch ganz neu. Dann kannst du dich bei den Magneten sehr, sehr gerne austoben. Ja. Ich würde sagen, ich gehe mal eben schnell die Steine holen. So. Da haben wir die gute. Türkis. Ist ja eher so das Türkisblau. Das ist hellblau. Blau, blau. Blau. Ja. Also die Farbe würde ich jetzt eher hier dazu sehen. Aber warte mal. Ich glaube vielleicht, ich gucke mal gleich noch Metallic, ob wir da was haben. 3843 hätte ich auch noch zur Not als AB-Farbe. Ich weiß nicht, welche besser passt. Die ist jetzt ein bisschen dunkler, die ist ein bisschen heller. Seht ihr das? Die ist heller, die ist dunkler. Ich würde eher mit der helleren gehen. Und hier... Oh, ich muss mal auf die Mails gucken. So, und hier habe ich tatsächlich so blau oder grün, blau-grün Metallic. Und schauen wir mal. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Mit grün, ja. Habe ich beide mitgenommen? Ja. Hier haben wir nämlich auch noch ein bisschen grün. Oh, hier hätten wir auch noch ein bisschen türkisgrün. Ich glaube, ja, es ist schwierig. Welchen nehmen wir denn da? Geil. 702 ist eigentlich ein Grünton. Den könnte man hierfür nehmen. Ich glaube, der wäre schon wieder ein bisschen zu hell. ist eher so ein Blaugrün. Ja, okay. Wir hätten auch noch hier so ein Grün, aber nee, das passt nicht. Ein helleres Grün-Grün. Ein helleres Grün-Grün. Ja, das ist aber zu grün. Und oder was ist mit Blau? Haben wir bei Blau irgendwas Cooles? Die 824, die könnte gut aussehen. Nehmen wir die 824, machen wir da einfach mal Blau-Metallic. Und gehen wir dann hier
Ich gehe mir hier auf so ein Mintgrün. Gehen wir hier auf dieses Mintgrün. Ich kann mich auch ganz gut vorstellen. Wartet mal, wisst ihr, was wir machen? Wir probieren das mal aus. Oder nehmen wir hier so ein Grün. Das ist auch schön. Die 3851 für den Stift. Wartet mal, wir probieren es einfach mal aus. Wir halten mal wieder ein Steinchen dran. Also auf jeden Fall finde ich die Farbe gar nicht so schlecht. Hat allerdings wenig Kontrast, sagen wir es mal so. Okay. Weniger Kontrast. Wir nehmen mal die Farbe. Oh, oh, oh. Also die Farbe finde ich eigentlich ganz cool, weil die echt gut zu dem Grün hier passt, ne? Die passt echt vom Farbton her richtig schön dazu und greift nochmal das Grün von vorher so ein bisschen auf. Ich glaube, ich gehe mit dem Grün. Ich gucke mal nochmal, ob ich eventuell einen Metallic-Ton habe, der vielleicht noch dazu passen würde. Aber die 564 finde ich schon mal sehr geil. Was ist hier mit dem Grün, mit dem Metallic-Grün hier? Das ist eher so ein Gelb. Ist eigentlich eher weniger grün als gelb. Was sagt ihr dazu? Nee, das ist jetzt nicht so, ne? Nee, das ist mir noch zu gelb. Ich brauche ein bisschen mehr Grün. Was ist denn mit dem Grün? 3816. Oh ja. Oh ja, den Dizus finde ich richtig cool. Ich gehe mit der Farbe. Also das Grün kriegt die Farbe. Nein, es kriegt nicht die Farbe. Und jetzt müssen wir noch für hier was finden. Ich würde da schon gerne eine AB-Farbe draufsetzen. Weil die AB-Farbe... Aber die geht halt schon sehr unter, ne? Also ich finde, die geht schon auch in dem Grün sehr unter. Blau, für Blau finde ich fast das sehr, sehr schön. Aber ich finde, sie geht halt tatsächlich ein bisschen unter, weil das halt auch ein glänzender Stift ist. Ne? Also die geht halt ein bisschen unter. Ich will eigentlich nicht schon wieder Metallic draufsetzen. Ne? Ich meine, kann man natürlich auch machen. Also ist ja gar kein Problem, ne? Also da Metallic draufzusetzen. Aber... Wer ist denn mit so einem Türkis? Das sieht man auf jeden Fall auf dem Blau. Und wie schaut das mit dem Grün aus? Auf dem Grün sieht man es auch. Finde ich das jetzt scheiße auf dem Grün? Finde ich das doof oder finde ich das okay? Finden wir das doof oder finden wir das gut? Ich bin mir noch unschlüssig. Es ist wieder ein ich kann mich nicht entscheiden Video. Ist das fies oder ist das fies? Also das ist tatsächlich echt eine Geschichte. Ich hasse sowas ja, ne? Wenn man sich nicht entscheiden kann. Leute, entscheidet euch doch mal bitte. Die Farbe sieht auf dem Blau gut aus. Und auf dem Grün, ja. Ah, das bei so zweifarbigen Stiften ist das tatsächlich echt immer schwierig. Was ich machen könnte, wir könnten hier so ein Grün drauf machen. Das sieht man auf jeden Fall. Also die Farbe sieht, die Farbe passt perfekt. Ich gehe mit dem Grün, Metallic. Tut mir leid, es ist jetzt zweimal Metallic, aber ich kann es nicht ändern, das sieht geil aus. Sorry, aber es sieht einfach nur geil aus, ihr werdet es gleich sehen. Okay, cool. Ich muss jetzt einfach meinen Stift wieder zumachen, sonst trocknet der aus. Übrigens, die Stifte bitte immer wieder zumachen. Die trocknen nämlich wirklich aus. Es dauert ein bisschen, bis sie dann wieder laufen. Aber sie kriegt man wieder ans Laufen. Ich habe das leider unten gehabt, als ich Steinchen abgepackt habe. Ich habe den einmal offen liegen lassen. War nicht so gut. Der schreibt jetzt wieder, aber das hat ein bisschen gedauert, bis er wieder geschrieben hat. Da braucht man ein bisschen Geduld. Kleber. Also, es ist ein bisschen anders als gedacht, als ursprünglich geplant, liebe Nicole. Aber ich denke, du wirst mir verzeihen,
wenn du das Ergebnis gleich siehst. Nummer 1. Und dann kommt Nummer 2. Also wir machen heute ein Mix-Video. Also ich habe halt nicht so viele Stifte, als ich da für euch ein eigenes Video drehen könnte. Und von daher wird es heute ein gemischtes Video. Und ich packe die alle zusammen, weil ich habe halt auch nicht viele Bestellungen. Ich habe jetzt drüben noch eine große Bestellung. Dann habe ich noch eine zweite und eine dritte große Bestellung, die ich noch separat packen kann. Aber das ist dann völlig okay. Also für mich jetzt völlig okay, weil... ja, es ist halt nicht mehr viel. Und die, wie gesagt, die YouTube-Wünsche, die kommen noch. Und dann habe ich noch runde Fairy Dust, die kommen auch. Da bin ich auch noch dran. Ne? Also die werde ich heute wahrscheinlich fertig machen können. Und die kommen auch. Uhuhuhu, Nicole, du wirst dich freuen. Das sieht so cool aus. Ich meine, du siehst das ja jetzt. Ich weiß, dass du auch die Videos schaust. Und sagt mir doch mal, was ihr von dieser Kombination haltet. Sagt mir bitte, was ihr von dieser Kombination haltet. Übrigens, falls ihr eine Spitze habt, die irgendwie klebt oder wo euch die Steine dran kleben, dann wischt die kurz mit ein bisschen Spül, so ein bisschen Lappen, ein bisschen Seife dran, Spüli dran, was auch immer. Und geht dann einmal über die Spitze drüber, damit der Kleber wieder runterkommt. Und dann ist das wieder gut. Dann sollte das wieder schick sein. So, und wenn ihr jetzt nicht sagt, dass das einfach nur geil aussieht mit den Grünsteinen, ich finde es super genial, super cool. Sieht richtig, richtig toll aus. Richtig, richtig schön. Was sagt ihr dazu? Sehr cool, oder? Mir gefällt der auf jeden Fall sehr gut. Der ist gut geworden. So, dann kommen wir zu dem. Und dann machen wir das auch drauf. Habe ich sonst noch was zu erzählen? Oh, ich hatte... Oh, ich weiß noch nicht, ob ich das euch erzählt habe. Ist aber egal. Egal. Aber ja. Also ihr habt jetzt auf jeden Fall die neuesten Neuigkeiten gesehen. Ne? Was Schönes kommt. Und ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Gerade das Washi-Tape. Bin ich ja so unfassbar gespannt. Und ja, und wie gesagt, wenn ihr personalisiertes Release Paper haben wollt, dann go. Die ersten Bestellungen dazu sind schon auf die Reise gegangen und dürften auch schon eigentlich fast angekommen sein. Ist zwar erstmal zum Anfang gerade ein bisschen rumprobieren. Ich habe auch bei den ersten Bestellungen die Bestellnummer vertauscht. Also auf der Bestellung, also auf der, ich habe also extra Zettel mir bestellt dafür, dass ich die auch bekleben kann. Mit der Bestellnummer entsprechend drauf, damit ich halt auch weiß, wo was hingehört. Ja, was habe ich gemacht? Sagt es mir, ich habe die Bestellnummer verdreht. Die zweite und dritte Stelle habe ich einmal vertauscht. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorgegangen ist, aber bei beiden Bestellungen. Ich habe keine Ahnung, was da in meinem Kopf gegangen ist, irgendwie. Mein Kopf hat die einfach umgedreht. Einfach die Bestellung einfach verdreht. Aber ich konnte sie natürlich zuordnen. Ich hatte ja nur zwei. Deswegen war das jetzt auch überhaupt gar nicht schlimm. So, und jetzt schaut euch das mal bitte an. Schaut euch mal, wie cool das aussieht. Weil das Grün, das passt doch wie Arsch auf Eimer. Das passt doch wie Arsch auf Eimer. So unfassbar schön. Ich hoffe, es gefällt dir, liebe Nicole. Auch hier, Türkis Metallic, schwierig. Blau ja, lila ja, Türkis, nö. Nicht so wirklich. Deswegen müssen wir halt immer gucken, was wir gerade da haben. Da müssen wir uns ein bisschen da durchwuscheln. Aber ihr seht das ja auch alles. Ist ja alles kein Geheimnis. Und ich bin froh, dass ich dann auch irgendwann wieder Stifte drucken kann.
Weil ich habe noch so viel schönes Filament da, Leute. So viel Schönes. Und dann wird es auch wieder Stifte hier, diese Kombination wird es auch dann nochmal geben. Also nicht in der Farbkombination, in anderen, aber wird es auf jeden Fall wieder geben. Ja, also dann könnt ihr euch wieder so ein Dreier-Set sichern, wenn ihr wollt. Welche Kombination, weiß ich allerdings noch nicht, aber ich habe noch ein paar schöne da. Also auch ganz edle, schlichtere, ein bisschen buntere, ne, grün, blau, lila, Silber, Silberschwarz, ich glaube Weiß, Weißschwarz, irgendwie sowas in der Richtung. Aber lasst euch einfach überraschen, ihr werdet es ja sehen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar coole Filamente, die ich da habe. Ob jetzt alle dafür geeignet sind, weil ich muss ja gucken, ob da die Stifte für machbar sind. Und wenn es da keine Stifte gibt, gehen oder damit keine Stifte gehen, dann werdet ihr zumindest so ein Zweier-Set dann auf jeden Fall kaufen können, wenn ihr möchtet. Und dann ist es auch schick, ne? So, die Sachen sind jetzt erstmal schön fertig. Also, was haben wir denn? Wir haben einmal ein Türkis, eine Eule, zweimal spitze Keramik und zwei jeweils einmal einen Stift. Und das sind wir fertig. Das heißt, wir können das jetzt einpacken. Ne? Das heißt, wir brauchen eine kleine Kiste, gar nicht groß. So, da komme ich auch schon wieder mit der Kiste um die Ecke. Und wir schnappen uns ein Tütchen und da müsste alles reinpassen. Oh, ich habe dich gar nicht nach dem Goodie gefragt, liebe Nicole. Ich schenke dir Hobbysteinchen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir hatten nicht darüber gesprochen, über das Goodie. Vielleicht ja doch, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, wir hatten nicht darüber gesprochen. So, einmal rein damit. Dann der Stift rein damit. Nochmal ein Stift rein damit. Die Pinzetten rein damit. Der Magnet rein damit. Und dann können wir das Ganze zumachen. Und haben dann ein kleines Wunschpaket. Ich liebe diese Tüten. Ich habe durch Zufall habe ich die gefunden und habe gedacht, warum benutze ich die eigentlich nicht zum Einpacken? Guckt mal, wie schön einfach das geht. Rein damit. Alles schick rein, rein verstaut. Ist das alles schön da drin? Es sieht so wunderbar aus. Es sieht schick aus. Und dann können wir dann alles weitere machen. So, wartet. So, dann kommen jetzt noch ein paar Flöckchen drauf. Und dann geht das auf die Reise. Und schon ist es alles eingepackt. Also die Tütchen sind super. Und davon habe ich noch ein paar. Also benutze ich die natürlich auch. Weil, warum soll ich die Tütchen wegschmeißen? Ne? Ich benutze sie jetzt nicht mehr für den Kalender. Weil da habe ich tatsächlich andere, schönere Tütchen für den Weihnachtskalender. Wo ich euch die Release Paper einpacke. Aber für jetzt Bestellung verpacken, solche Kleinigkeiten gehen wunderbar mit den Tütchen. Die passen super gut in die Kisten rein. Also da wäre ich ja schön blöd, wenn ich es nicht machen würde. Und sagen wir es mal so, die sind ja auch bezahlt, ne? Es ist ja nicht so, die sind ja auch bezahlt. Und die dürfen auch ihren Verwendungszweck erfüllen, nämlich Sachen einzupacken. Und erleichtert mir ein bisschen die Arbeit. Nicht viel, aber ein bisschen. Alles kann ich da nicht einpacken, weil ich habe ja nur eine Größe. Aber so ein bisschen was geht dann schon. So, da haben wir. So. Dann, was müssen wir da noch mitmachen? Genau, wir brauchen noch die Dinger hier vorne vor. Die ist einmal leer. Und dann holen wir ein zweites. So, und auch das habe ich einmal schick. Fertig. So, liebe Nicole, danke schön für deine Bestellung. Auch natürlich an all die anderen, die bei mir im Shop bestellt haben. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support und vielen lieben Dank für die Bestellungen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich von euch Bestellungen bekomme und die einpacken darf. Ja, bei dem Wetter ist das natürlich nicht so. Da ist das alles, was mit körperlicher Arbeit zu tun hat, nicht so schön. Aber hey, es ist mein Job, ja, alles gut. Ich mache euch da keinen Vorwurf, wenn ihr was bestellen wollt. Ihr dürft ja auch bestellen. So, wir haben hier eine Bestellung und ich habe noch tatsächlich noch ein paar Halterungen für die 56 und 58 Slotboxen gefunden. Das heißt, wenn ihr die bestellen wollt, könnt ihr die auch wieder bestellen. Ihr kriegt die wieder mit entsprechender Halterung. Den brauchen wir gleich, den brauchen wir gleich, die brauchen wir, das brauchen wir. So, wir machen jetzt einmal die Boxen fertig.
Und zwar müssen wir in die Boxen jetzt eine Halterung reinmachen. Wir gucken einfach nur mal, ob die alles funktioniert, alles schick ist. Genau, um die Halterung rein. Ist zwar keine mega schöne Farbe, das war so ein Farbverlaufsfilament, so in so, ja, das ist so ein bisschen orange, von grün ins orange gehen, ne? Und dadurch, dass sie halt so dünn sind, sehen die ein bisschen durchsichtig aus. Ist aber okay so. So, dann kommen jetzt natürlich noch die Aufkleber drauf. Und dann kommt das Ganze hier rein. So, da kommen jetzt einmal die eckigen Döschen noch mit rein. Dann wird das einmal zugemacht. Und hier kommt auch noch eine Halterung rein, die zweite. Denn die liebe Silke hat das auch bestellt. Und ich darf mich bei den Stiften austoben und ich darf es auch gerne zeigen. Liebe Silke, ist hiermit erledigt, also das Zeigen zumindest. Und beim Austoben, das werden wir gleich auch noch machen. Und du kriegst eine andere Variante als die Kundin eben. Du kriegst eine noch andere Variante mit den Steinchen. Weil ich habe mir die ja aufgehoben, was ich noch vorhin rausgesucht hatte. Und wir gucken mal, was wir dir draufkleben. So, also die Boxen sind einmal schon mal schick. Jetzt muss ich mal gucken, ob die in den Karton reinpacken, den ich mir hier nämlich geholt hatte. Oh ja, die passen perfekt da rein. Das heißt, da mache ich jetzt den Aufkleber noch ab, damit ich da auch was reinmachen kann. Ansonsten wird es schwierig. Sonst kommt das wieder an mich zurück, weil das ein Aufkleber an mich ist. Und ich möchte das doch gar nicht mehr zurückhaben. Ich möchte das doch, dass ihr das bekommt und nicht ich. So, dann ist das einmal schick. Boah. Dann können wir das gleich benutzen. Das ist nämlich so ein wiederverwerteter Karton. Da passt nämlich gleich auch alles rein. Ne? Also wir haben auf jeden Fall noch einen Stift, der muss noch mit rein, aber wir packen das gleich auch in eine Hülle rein. Hier so ein kleines Tütchen. Und wir haben einmal eckige AB-Steine als Goodie. Das hat sie sich auch gewünscht. Dem komme ich sehr gerne nach. Das packen wir schon mal hier drauf. Und wir machen jetzt seine Stifte fertig. Ich darf mich austoben, was ich sehr cool finde. Na? Und wir schauen mal, was wir hier dir drauf machen. Den einen Stift, den halten wir mal fest, der wollte gerade wegkullern. Das finde ich nicht in Ordnung. Also Stifte, die wegkullern, mag ich ja gar nicht. Der Stift, der wollte wegkullern. Dabei habe ich doch mit dem so was Schönes vor. Dabei will ich den doch so schön bekleben. Weil du bekommst hier nämlich... Wartet mal. Einmal das wieder aufrollen hier, sonst suche ich es beim nächsten Mal wieder. Den Anfang. So, einmal den Stift machen wir fertig. So. Und was machen wir da drauf? Wartet mal, ein Stift. Hier. Wir nehmen da Gold. Ich will das mit dem Gold machen. Ich will das unbedingt mit dem Gold ausprobieren. Das sieht nämlich auch richtig geil aus. Werdet ihr gleich sehen. Ich zeige es euch gleich. Also falls ihr auch mal, ich habe bestimmt noch mal ein lila, ich habe bestimmt noch einen lila Ton. Ich gebe euch den Tipp, falls ihr lila habt und ihr möchtet das gerne so in der Kombination beklebt haben, dann bestellt das bitte mit der 783 in Metallic. Und das sieht so unfassbar cool aus, dass das auf jeden Fall eine coole Entscheidung ist, da auf so ein dunkles Violett, Pink-Violett, so diese Farbe drauf zu kleben. Das ist so unfassbar schön. Ja, also, ne, also wenn im Shop mal sowas drin ist, dann könnt ihr das mal direkt euch merken und dann beim nächsten Mal mit in Auftrag geben, wenn ihr möchtet. Natürlich heißt das nur, ich zwinge euch nicht, aber ihr könntet es so machen. So, komm.
So, also gleich durch. Dann gleich eine Runde rum. Das sieht so unfassbar gut aus. Schaut mal, wie cool das aussieht. Selbst auf der Seite sieht man das richtig, richtig gut. Dass das mit dem Gold, das sieht so geil aus. Das passt halt überall super gut hin, weil wir auch Gold im Stift haben, ne? Wenn das jetzt Silber, würde natürlich Silber auch gut passen. Aber ich finde Silber mit der Farbe, mit der Goldfarbe jetzt so, geht so. Aber Gold mit Gold und dem rosa, pink, violett, sieht richtig, richtig cool aus. Gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe, liebe Silke, dir gefällt es genauso gut. Falls du dieses Video siehst, sag mir bitte Bescheid, ob es dir gefällt oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es dir gefällt. Weil ich kann immer nur von mir ausgehen, was ich cool finde. Aber ich meine, im Endeffekt, ihr benutzt die Stifte. Und ich finde es ja übrigens so geil, dass ihr die Stifte so, so hart feiert. Ne? Ich war mir so unsicher bei den Stiften. Kommen die gut an? Liegen die gut in der Hand? Die liegen wirklich gut in der Hand. Und das Coole ist, wisst ihr was, not a bug is? It's not a bug, it's a feature. Normalerweise sagt man ja bei 3D-Druck, ja, man hat ja diese Layer und man sieht ja diese Linien. Die seht ihr ja auch, ne? Seht ihr das? Ihr seht diese drei, ihr seht den Druck so ein bisschen, ne? Ihr habt ja so ein bisschen, das ist nicht ganz glatt. Ist aber tatsächlich gut, weil die Stifte, ihr rutscht nicht so schnell auf den Stiften weg, weil ihr die Stifte haltet und ihr habt immer noch so ein bisschen Grip bei den Stiften, das ich richtig gut finde. Und das habt ihr bei allen Stiften. Ihr habt immer ein bisschen Grip an den Stiften, was beim Painten natürlich gut ist, weil ihr einfach mit den Fingern nicht wegrutscht. Ihr rutscht nicht raus. Und das finde ich sehr, sehr geil. So, wir müssen jetzt hier noch was anderes machen. Und hier machen wir, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir da? Was machen wir hier? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Guckt mal. Was haltet ihr denn davon? Vier von AB-Steine? Naja. Ja, könnte man machen, aber es ist eher so Ton in Ton, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hier das so ein bisschen, dieses Lila, diese lila Farbe habe, aber das ist eher mehr so. Doch, aber das ist die Farbe. Das ist tatsächlich die Farbe. Wir kleben die jetzt da drauf. Und wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach. Es ist zwar nicht so kadawum, es ist zwar eher dezenter, aber ich finde, dezent ist ja auch nicht immer schlecht, ne? So, wir machen das jetzt einfach, weil das passt gut zu dem Ton hier unten. Und hat dann auch mal was anderes. Ist halt mal was anderes, wie immer nur Metallic. Ich finde, aber hier sieht ja auch super gut aus. Es ist eher etwas dezenter. Es ist halt nicht so, es schreit nicht so, ne? Es ist sondern eher etwas dezenter vom Farbton her. Aber ich finde, es passt trotzdem gut. So, ich muss nochmal schütteln. Ich brauche noch ein paar andere Schliffe. Ist mal lustig, wenn ich dann hier picke und dann ist immer nur noch der eine Schliff da. Und der andere Schliff ist dann schon alles komplett weg. Na. So, also ansonsten bei mir ist alles gut. Hat er jetzt eine Woche oder so, sagen wir ein paar Tage Urlaub. Oh, das ist schon wieder so schnell rumgegangen, ne? Ach so, doch, ich weiß wieder, was ich euch erzählen wollte. Ha, ich war am Donnerstag bei meiner Freundin. Ich weiß wieder, was ich euch erzählen wollte. Ich war am Donnerstag bei meiner Freundin. Und ich habe gedacht, nee, komm, ich gönne mir jetzt einfach mal den Vormittag. Ja, und auch den Mittag. Wir haben schön gefrühstückt mit ihrem Mann zusammen. Und ihr Mann musste dann noch weg. Und wir waren dann alleine. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann hatte ich ihr auch noch irgendwas mitgebracht. Und ja, jedenfalls haben wir dann überlegt, ach komm, wir sortieren mal deine Steinchen, ne? Weil sie hatte auch noch so viele Steine, so viele Reststeine ohne Nummerierung und so. Und die kann man ja ineinander wegsortieren. Ja, und was habe ich gemacht? Ich, damn luck, ey, mach ich nie wieder, ne?
Ich habe tatsächlich angefangen, ihre Strasssteine zu sortieren. Wusstet ihr da, wie viele Strasssteinfarben es gibt? Nee, wusstet ihr nicht, ne? Ich auch nicht. Ich blende euch mal hier oben oder irgendwo hier am Bild. Ich blende euch mal die Bilder ein von dem, was wir sortiert haben. Ich habe mir dann irgendwann hingegangen, weil ich echt, ich konnte nicht mehr. Konnte die nicht mehr auseinanderhalten. Also zumindest nicht in den Tütchen. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir lauter Schiffchen genommen, die sie hatte, und habe dann die ganzen verschiedenen Farben, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht, ich weiß nicht, ob die zusammenpassen oder nicht, und habe die alle in den einzelnen Schiffchen getan. Und dann haben wir die Farben in den Schiffchen verglichen und haben gesagt, sehen die genauso aus? Dann haben wir sie zusammengekippt. Sehen die anders aus? Dann haben wir sie einzeln gekippt. Wir hatten jedenfalls jede Menge Orangetöne, jede Menge Grüntöne, jede Menge Blautöne, die irgendwie alle nicht so ganz zusammengepasst haben. Der eine hat ein bisschen mehr Blauton gehabt, der nächste ein bisschen mehr Lilaton, der nächste ein bisschen mehr Grünton, also so ein Grünunterton. Und dann haben wir, ging es immer so, guck mal, sind die gleich oder sind die unterschiedlich? Und sie so, nee, die sind unterschiedlich. Ich so, ja, habe ich mir auch gedacht. Und dann ging es wieder. Und was ist mit der Farbe? Ist die gleich oder ist die unterschiedlich? Wir haben ungelogen. Also sie hat mega viel gehabt von Anhängern und Aufstellern und so. Sie hatte mega viel übrig gehabt, die sie alle schön in eine Kiste sortiert hat. Und wir hatten die Kiste dann auseinandersortiert. Und jetzt hat sie wieder Platz in ihrer Kiste. Und ja, wir haben, lasst mich lügen, 2 Stunden sortiert oder so. 2,5 Stunden. Doch, fast 2,5 Stunden haben wir sortiert, Steinchen sortiert. Sie hat die runden ohne Farbnummern genommen, also die runden normalen Steine, und ich habe die Strasssteine genommen. Und dann habe ich mich immer gefreut, wenn ich dann ein Schwarz und ein Weiß bei meinen Strasssteinen dabei, dann habe ich ihn immer rüber gemacht, das ist deins, die gehört zu dir, die gehört zu dir. Und dann habe ich mich immer gefreut, dass ich die losgeworden bin. Und dann hatte ich irgendwie zum Schluss dann irgendwie, weiß ich nicht, 8 Tütchen blau, und die sahen irgendwie alle gleich und doch nicht gleich aus. Ey, Katastrophe. Macht euch mal den Spaß. Ihr werdet wahnsinnig, wirklich wahnsinnig. Ich habe das der Natz erzählt und sie so, ja, das kenne ich auch, das habe ich auch schon durch. Ich so, und was meinte sie dann daraufhin? Ich habe die dann aus lauter Frust alle zusammengekippt. Ich so, nee, also wenn ich die schon sortiere und ich gebe mir Mühe, da kippe ich die nicht noch irgendwie später zu alle zusammen. Das habe ich mir gedacht, das habe ich dann nicht gemacht. Wir haben die dann alles, was wir uns nicht sicher waren, ob die jetzt wirklich von der Charge her gepasst haben. Die haben wir dann einfach alles in ein separates Tütchen gepackt. Ist ja auch egal, weil für die Reststeine, also sie benutzt sie dann für ihre Aufkleber. Ich habe mir von mir ein paar Aufkleber mitgebracht. Und dann kann sie die Aufkleber mit den Strasssteinen bekleben, und da kann sie sich ja einfach ein Blau raussuchen. Ob das jetzt ein bisschen mehr Blau-Blau oder ein bisschen mehr Blau-Grün oder ein bisschen mehr Blau-Blau, Blau-Grün, Gelb, was auch immer ist, ist ja dabei dann völlig egal, ne? Also ich meine, Blau passt halt. Wenn es blau ist, ist blau. Und wenn sie ein anderes Blau braucht, dann muss sie sich halt irgendwie eine Farbabstufung dann raussuchen. Aber das kriegt man dann auch gut hin, zumindest was so sichtbar ist, ne? Und ja, von daher war das dann auch okay. Dann haben wir die halt einfach einzeln eingepackt lassen. Eingepackt gelassen? Nein, eingepackt gelassen? Heißt das eingepackt gelassen? Egal, wir haben es dann einfach eingepackt, so in den einzelnen Tütchen, und haben es dann in die Kiste geschmissen. Und wenn sie jetzt noch irgendwas hat, dann sortiert sie die halt entsprechend noch weiter aus, beziehungsweise schmeißt das erstmal in die Kiste, und irgendwann fangen wir dann wieder an zu sortieren. Aber ich wusste nicht, dass es da so viele Farbnuancen gibt, aber alte Schwede. Es sind halt alles runde Steine gewesen. Also nichts, was ich hätte gebrauchen können, weil ich hatte sie nicht nur rund. Ja, so war das. Und da habe ich nur gedacht, so, ich will nicht mehr. Ich will nach Hause, Mama! Das war mir dann so doof. Also, was heißt so doof? Aber wir haben es dann durchgezogen und haben gesagt, ey, komm, jetzt den Rest kriegen wir auch noch hin. Und dann haben wir die ganze Kiste einmal durchsortiert. Aber ich war dann ziemlich, ich habe dann nur irgendwie, ich habe dann gesagt, so, irgendwie sieht das alles aus, gleich aus. Gleich und doch nicht gleich. Ja, war schon lustig. Ja, so, das Wort zum Donnerstag. Das wollte ich euch übrigens in dem Karate-Art-Video erzählen, wo ich gedacht habe, nee, das erzähle ich euch nicht, das dauert sonst so lange. Genau das war es mit dem Strasssteine wegsortieren, weil beim Karate-Art-Bild bei der Sommerbox nämlich auch Strasssteine drin waren. Und wer das Sommerbox-Video noch nicht gesehen hat, schaut euch das mal an. Das Motiv ist so unfassbar schön. Und sagt mir bitte, dass es auch schön ist, ja? Ich meine, ich habe ja auch schöne Motive im Shop, aber das ist echt schön, schön, schön. Gut, nichtsdestotrotz, ja, bei mir kommen auch demnächst nochmal neue Motive. Ich habe noch ein paar da. Und Bücherbilder allerdings nicht mehr. Wir haben alle Bücherbilder, die es gibt im Shop.
Da gibt es jetzt erstmal nichts Neues. Wenn das eine neue gibt, die muss ich erst bestellen und herstellen lassen. Da habe ich tatsächlich jetzt nichts mehr da. Da müsstet ihr jetzt mal gucken. Eventuell liefere ich noch mal ein paar Varianten in rund oder eckig nach, also noch so Restbestände, ne? Aber ich meine jetzt an neuen Motiven an sich. Da habe ich jetzt allerdings nichts da. So, auch beim Drachen gibt es natürlich noch Restbestände, aber das kann ich erst sehen, wenn die alle raus sind und ich die Restbestände dann einmal durchgeguckt habe, wo es Reklamationen gibt, gibt es noch irgendwo was. Und dann kann ich gucken, was dann tatsächlich noch da ist und kann die dann einmal noch mit freischalten. Genau, so schaut's aus. So, alles hier rein. Der Stift kommt auch noch mit rein. Den hatte sie nämlich auch noch bestellt, eine Variante Etiketten mit Stift. Aber ich weiß, was ich jetzt mache, ist einmal die Etiketten, glaube ich, an die Seite schieben. Damit ich die anderen hier so davor packen kann. Weil hier haben wir jetzt einen Rest drin, wir haben die Goodies drin, wir haben 256 Slotbox, wir haben die Stifte jeweils drin. Super, wir haben alles hier drin. Und dann können wir das nämlich auch zumachen. Oh, das passt da alles wunderbar rein. Ich finde die süß. Was sagt ihr denn zu den Taschen? Ist cool, oder? Sieht doch einfach schick aus. Ich finde, das sieht total hübsch aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, finde ich jetzt. Ist meine persönliche Meinung, ja. So, schauen wir mal. Aua, mir knackst der Fuß. So, das kann ich gleich einmal zerschneiden. Mann, ey, ich hasse Folie schneiden, ne? Die Schere ist ja gut, ne? Aber zum Folie, zum Knüppeln, Noppel, Noppenfolie schneiden ist die doof. So. Da kommt jetzt nämlich einmal die Boxen rein. Jetzt ausnahmsweise mal keine Dings rein. Ich habe nämlich auch tatsächlich keine Schnipselpapier gerade da. Dann nehmen wir Flocken. Und oben mache ich gleich Papier drauf. Aber dann ist erstmal die Seite gut ausgepolstert. Wackelt und hat Luft. So, da habe ich ein bisschen Papier. Ich glaube, das ist gut. Ich mache es einmal in der Mitte durch. Hier oben und wo ist unten? So, schaut mal. Also, wir haben das Paket jetzt einmal tutti komplett. Ne? Einmal alles drin. Gut verstaut, da wackelt auch nichts. Mein Packpapier hinter mir macht, was es will. Es will wohin, wo es will. Da kommt natürlich jetzt auch ein Aufkleber drauf, dass wir hier auf jeden Fall wiederverwendet haben. Ich habe so Aufkleber drauf, das Packmaterial und auch der Karton wiederverwendet wird. Hat also ein zweites Leben bekommen. Hier könnt ihr sehen, das war vorher von der Apotheke. Ne, darf nicht an Kinder ausgeliefert werden, aber bei dem Paket ist es überhaupt kein Problem. Da kommt jetzt, wie gesagt, dann noch der Adressaufkleber drauf, dann der Sticker, dass wir recycelt haben und dann ist das eigentlich schick. Und somit haben wir tatsächlich heute nichts mehr, was wir machen können. Ich gucke mal gerade hier, wir haben noch mal Stifte, aber da stand nichts drauf. Sonst hätten wir die noch machen können. Aber bei den Stiften stand der Zettel nichts drauf, dass da irgendwas beklebt werden soll. Sonst hätten wir jetzt noch mal was bekleben können. Ja, nö, haben wir nichts. Das Packpapier hinter mir, das will zu mir, aber ich will nicht. Ich will nicht zum Packpapier. Ja, das war es dann quasi für heute schon.
wir sind tatsächlich durch. Ich habe jetzt nichts mehr. Die alle anderen Pakete muss ich jetzt noch fertig machen. Und dann anmelden. Und dann kann das morgen abgeholt werden. Und dann geht das auf die Reise. Und dann ist dann relativ schnell dann auch bei euch. Das eine Paket oder die Pakete, die jetzt die letzte Woche rausgegangen sind, die waren echt schnell bei euch. Also ich habe jetzt tatsächlich schon gehört, dass die Pakete echt nur einen Tag unterwegs waren. Einen einzigen Tag. Freitag aufgegeben, Samstag bei der Kundin. Also Samstag schon da. Also da habe ich echt gestaunt, ne? Da habe ich wirklich gestaunt. Finde ich aber super. Kommt aber nicht immer, ist nicht immer so, ne? Ihr müsst halt einfach ein bisschen Geduld haben, was die Pakete angeht. Aber ja, ich versuche die halt so schnell wie möglich fertig zu machen. Ich bin halt nur in einem Betrieb. Ist aber auch völlig okay, gerade auch bei einem Release-Paper steht halt dran, dass es ein bisschen länger dauert. Weil, wie gesagt, ist alles Handarbeit und ich mache es natürlich auch ordentlich. Ich meine, ich will, dass die Ware natürlich auch bei euch ordentlich ankommt. Auch, dass die Maße vernünftig sind. Also nicht einfach nur so zack, 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 egal. Sondern halt, dass es auch schön ist. Auch, dass das personalisierte Release-Paper halt gut geschnitten ist, dass selbst wenn ich was wegschneiden muss, dass ich immer gucke, wie ich es gerade wegschneide, dass es halt möglichst noch gut harmoniert mit dem Bild. Und ja, so dass es dann, dass ich es gut finde und dass es ihr hoffentlich auch gut findet. Weil ich in erster Linie muss zufrieden sein mit dem, was ich hergestellt habe. Und euch muss es natürlich auch gefallen. Ja. Ansonsten, wer überlegt noch, sich den Adventskalender zu bestellen? Wer überlegt noch, Hände hoch? Und habt ihr eventuell Bock auf ein Mystery-Weihnachtsbild? Also nicht ein Weihnachtsbild, sondern ein Mystery-Winterbild. Hättet ihr da Bock drauf tendenziell oder sagt ihr, nee, ach komm, Mystery-Bilder sind nicht so für mich? Hättet ihr da Lust drauf, ja oder nein? Und wenn ihr auf so ein Mystery Lust hättet, in welche Richtung soll es gehen? Eher so Tiere niedlich oder eher so Landschaften, Blumen, also alles, was so Pflanzen ist, mehr oder weniger? Oder sagt ihr, na, stehe eher auf, also nicht so, also entweder Kategorie Tiere oder Pflanzen, was haben wir denn noch? Also ich möchte schon eher so ein Winterbild haben. Ich meine, so viele Varianten gibt es da ja nicht, ne? Also doch schon, aber was hättet ihr da? Hättet ihr da so überhaupt tendenziell Bock drauf? Ich habe nämlich was in Vorbereitung oder habe was ich gerne machen würde. Ich weiß nur noch nicht, ob es klappt und wie es genau klappt. Das ist eher so ein Mystery Weihnachtsbild. Und ich bin am Überlegen, möchtet ihr das Mystery-Bild euch selber einteilen? Oder möchtet ihr schon ein eingeteiltes Mystery-Bild haben? Weil ich will jetzt kein unbedingtes Advents... Also ich meine, man könnte natürlich so ein Adventsbild machen, aber ich finde, das ist so festgelegt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht flexibel. Ich finde so ein Mystery-Winterbild schon okay. Das kann man zur Adventszeit painten, muss man aber nicht. Man könnte sich das in 24 Felder einteilen, muss man aber nicht. Und es ist die Frage, wollt ihr das eher so schon schön gemacht haben mit 24 Felder oder sagt ihr, nee... Hauptsache, ich kann mir das selber so einteilen, wie ich möchte, weil ich painte gerne auch die Mystery von oben nach unten. Oder ihr sagt, nee, ich painte die Mystery gerne querbeet. Wie möchtet ihr das? Gibt es da irgendeine Favoritenrolle von euch, die ihr so habt, dass ihr sagt, ich painte Mystery der Reihe nach, also von wirklich Reihe für Reihe, oder ich painte ein Mystery gerne durcheinander? Oder sagt ihr, ich möchte gerne von dir eine fixe Einteilung haben, das macht es mir dann leichter. Also ich werde wahrscheinlich auch bei einer Einteilung nie hundertprozentig immer die Kästchen treffen. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Das ist nämlich schon eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Also so ganz tausendprozentig wird es nicht klappen. Wenn, dann gebe ich mir natürlich Mühe, dass das klappt. Aber garantieren kann ich sowas halt nicht, weil natürlich auch das immer so ein bisschen... ist halt handmade. Ne? Also diese Abdeckfolien werden dann auch oder würden dann auch hand aufgeklebt auf den Flüssigkleber. Das heißt, ich würde die Ware bekommen vom Händler. Die hat natürlich eine durchsichtige Folie drauf. Ich würde die durchsichtige Folie abmachen und würde euch eine undurchsichtige Folie drauf machen. Und wenn ihr sagt, nee, ich hätte gern eine undurchsichtige Folie drauf, aber ich möchte mir das selber beschriften und aufmalen, wie ihr dann auch selber painten möchtet, dann wäre es natürlich für mich ein einfaches, euch einfach eine weiße Abdeckung drauf zu machen
Und ihr könntet das dann selber beschriften, selber bemalen, selber bekleben, wie auch immer ihr das möchtet. Also wenn ihr da selber kreativ sein möchtet, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Weil das wäre tatsächlich relativ einfach in der Umsetzung. Es wäre für mich auch einfach in der Umsetzung. Und da könnte ich euch dann auf jeden Fall was machen. Allerdings mit bedrucktem, so großem bedrucktem Papier schwieriger, sagen wir es mal so. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Weil das muss natürlich von den Maßen her genau passen, dass das auch mit dem Druck von dem Papier dann mit dem Maßen vom Bild übereinstimmt. Und das muss sich dann so gut aufkleben, dass das dann hundertprozentig passt, damit ihr dann auch schön eure Kästchen ausschneiden könnt. Aber wie gesagt, das wär die Frage, was ist für euch überhaupt okay? Na, sagt ihr, boah, wenn ich so ein Mystery-Bild kriege und es ist undurchsichtig, ne, es hat keine durchsichtige Folie, das wäre für mich schon super geil, macht das. Da bin ich völlig fein mit. Dann würde ich das, würde ich mal gucken, ob ich das irgendwie in Auftrag geben kann. Dann würde ich nämlich die Bilder bestellen. Ich habe nämlich da schon eins ausgesucht, was ich gerne machen würde. Und ja, so ein Mystery. So quasi für euch. Ne? Ein Mystery-Winterbild. Was ihr natürlich dann euch für Weihnachten auch einteilen könntet. Für jeden Tag ein Kästchen. Und ihr könntet das flexibel gestalten. Ihr könntet das dann auch, wenn ihr sagt, nee, ich will das nicht im Advent painten, ich will das im Januar painten, dann paintet es halt im Januar. Es ist trotzdem ein Mystery-Bild, ne? Ein Mystery-Weihnachtsbild. Und ja. Das wäre die Frage. Die letzte Frage zu diesem Video. Ich bin mal gespannt, wer bis hierhin geschaut hat und wer mir eine Antwort auf die Mystery-Frage. Wer gibt mir eine Antwort auf die Mystery-Frage? Wer von euch? Also, wir haben eine Frage ganz am Anfang des Videos. Wir haben eine Frage irgendwo mittendrin und eine Frage ganz am Ende. Die vom Anfang weiß ich noch und die vom Ende weiß ich auch. Und die vom mittendrin, doch, die weiß ich auch. mal sehen, wer welche Frage wie beantwortet. Ich bin gespannt, was für Kommentare unter diesem Video kommen. Mir hat das auf jeden Fall heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel zu erzählen gehabt, nachdem es ja letzte Woche kein Einpackvideo gab. Meine Güte, ich sag euch, hier ist was los. Aber ich freue mich. Also das Problem ist, ich komme von Höchstens auf Stößkes und irgendwie ist Einpacken immer nur am Rande, aber ich packe natürlich mit euch ein. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich packe mit euch ein, labere euch noch voll und wir kriegen trotzdem was geschafft, auch wenn es natürlich ein bisschen langsamer ist, als wenn ich es ohne euch machen würde. Aber dafür habt ihr noch ein bisschen Unterhaltung und ich kann euch noch ein paar Videos geben. Ich kann euch noch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was bei mir so abgeht, was im Shop so abgeht, was noch kommt und was Cooles, was Geiles. Und ja, so machen wir das. Ne? Also ich finde diese Samstag-Sonntags-Videos schon immer sehr, sehr schön. Und ich weiß, dass sie viele von euch auch sehr, sehr gerne gucken, weil ich halt auch ein bisschen Spoiler und weil ich halt auch noch ein bisschen was erzähle. Und ja, ich gucke immer, ob ich zwischendurch noch andere Videos schaffe. Übrigens, apropos andere Videos, ich habe meine Steine endlich wieder gefunden. Ich hatte euch ja noch versprochen, euch ein Steinchen-Video zu machen. Und was soll ich euch sagen? Ich hatte meine Steine verbummelt. Ich habe sie aber wieder gefunden. Ich habe sie wieder gefunden beim Aufräumen. Beim Aufräumen habe ich sie wieder gefunden und habe gedacht, ja, ich habe die Steine wieder gefunden. Jetzt schnappe ich mir demnächst noch eine 28er Slotbox. Da sortiere ich meine Steinchen dann auch alle schön ein. Und dann kann ich mit euch das Steinchen-Video machen. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber, weil das ist auch für euch wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Für die, die gerade auch noch neu sind. Was gibt es für Steinchen? Wie erkenne ich die Steinchen? Wo sind die Unterschiede in den Steinchen? Und so weiter und so fort. Und das wird das einer der nächsten Videos sein, die ich mit euch machen werde. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal die ganzen Sachen fertig labeln. Das heißt, ihr kriegt gleich alle schöne Sendungsbenachrichtigungen. Wenn ihr das Video seht, werdet ihr die wahrscheinlich schon haben. Haha. Lange Nase. Genau, dann werdet ihr die schon sehen. Ja, ich freue mich, wenn euch das Video gefällt. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann mir ein Däumchen nach oben da lasst und mir vor allen Dingen einen ziemlich kurzen, langen Kommentar da lasst. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, wünsche euch noch einen tollen restlichen Tag, ein tolles restliches Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und ja, schwitzt nicht zu sehr und lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Fliegen beißen. Ich glaube, ich muss meine Fliegen erstmal um die Ecke bringen. Ich muss mal gucken. Ich brauche eine bessere Fliegenklatsche. Meine Katze ist leider nicht zu gebrauchen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ansonsten, ja, mit der Zeitung bin ich zu langsam. Ich glaube, ich brauche mal so ein elektrisches Ding. Also wer eine gute Fliegenklatsche irgendwie zu Hause hat, ich nehme auch gerne eure Katzen oder Kater.
als Leihweise, als Leihgabe. Nein, aber ich glaube, ich muss heute, wenn ich wieder unten bin, noch ein paar Fliegen erschlagen gehen, wenn die mir wieder auf den Sack gehen und mich wieder beißen. Das Schlimme ist, man merkt das. Man merkt das richtig und das ist nicht schön. Dementsprechend müssen sie leider sterben, wenn sie mich weiter ärgern. Ich habe denen immer wieder gedroht und habe gesagt, ey, lass es sein. Ich muss euch leider sonst abmurksen. Aber wenn die Fliegen nicht auf mich hören, dann müssen die Fliegen leider gehen. So. Und in dem Sinne, lasst euch nicht beißen, bleibt gesund. Oh mein Gott, was eine Überleitung. Horrido und fette Party. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.